TV-Anker-Zuschauer, was geht ab? Ich dachte, wir reagieren heute nochmal auf das Kuchen-TV-Exposed-Video, was Feiergurten damals gemacht hat. Das ist ja jetzt ja ein bisschen mehr als ein Jahr her und seitdem hat sich ja auch auf meinem Kanal und so weiter halt super viel getan. Und deswegen würde es mich einfach selber interessieren, wie ich die Sachen heute so sehe. Vielleicht stehe ich ja jetzt komplett hinter ihm und sag so, ja Mann, das ging damals halt überhaupt nicht fit. Wir schauen, meine Freunde. Der Schnitt heftig, Alter. Maschallah. Er soll seinen Weg gehen, ich mache halt jetzt meine Videos, wie ich das möchte und Ende. Hat dann scheinbar nicht so gut geklappt, sich ans eigene Wort zu halten, wenn ich, nachdem wir getrennte Wege gehen wollten, gefühlt der gesamte Inhalt deiner Internetpräsenz bin, weil ja, das feiere ich immer noch, Mann. Die Dings waren. Wenn ich, nachdem wir getrennte Wege gehen wollten, gefühlt. Ja, Mann, die Dinger waren aber auch einfach legendär. Das muss man noch einfach dazu der sagen. gesamte. Ja, also der gesamte Inter-Dings finde ich halt immer noch ein bisschen übertrieben. Aber was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ja, ich ihn natürlich schon in den Videos und so weiter auch bis heute noch relativ oft erwähne. Ich muss aber auch einfach sagen, ich persönlich finde dieses Meme Feiergurten noch einfach mega lustig. So muss ich aber auch ganz ehrlich zugeben, also ich befasse mich halt gerne damit. Ich gucke es mir jetzt halt privat nicht an, wenn, dann mache ich das halt im Stream. Aber ich finde es einfach funny. So voll viele Aussagen, die er gebracht hat, so viele Memes, die er reingehauen hat, ne? Dieses Feiergurten Best-of ist einfach ist krank, Digga. So, das ist einfach heftig. Und genau, deswegen, ja, hat man ihn da schon öfter erwähnt, aber ja, das komplette Internet-Dings war er natürlich nicht. Ich meine, ich habe insgesamt vielleicht mal 8 Stories über ihn gemacht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, da habe ich bestimmt 10 am Tag gemacht. Und dann hat er die ja auch während der gesamten Gamescom gesammelt. Alleine das sind ja schon 6 Tage gewesen, ne? Sind schon 4 von 60 Stories. Ist jetzt nicht gefühlt der ganze Inhalt der Internetpräsenz, ne? Inhalt deiner Internetpräsenz bin, weil du mich überall ansprechen oder gegen mich sticheln musst. Hat Feiergurten Sex? Diese Frage wird momentan in der kompletten Meinungsblogger-Szene diskutiert. Laut seiner Instagram-Story ist er heute zu der YouTuberin Kuss einem Sarah nach Emden gefahren. Vor ein paar Wochen haben die sich schon mal getroffen und Sarah hatte da sogar einen Vlog der Turteltäubchen hochgeladen. Da sie sich jetzt schon öfter getroffen haben und dadurch auch wahrscheinlich online sehr viel Kontakt miteinander haben. Krank, Alter, ich habe ihn voll klein gemacht, ne, wenn ich das jetzt sehe. Mein Kevin ist zwar auch nicht groß, aber hätte man locker hier so groß machen hatten, können. ist es nicht weit hergeholt, dass Feiergurten bald in die Gletscherspalte eindringen wird. Das gesamte Kuchen-TV-Team wünscht Naja, euch gut, auf ich jeden meine, was heißt da, aber auf Fronten, also, ich meine, das sind halt einfach Jokes, die man gemacht hat, weil es halt einfach so vorkam, als ob die halt, ja, als ob da halt quasi was gehen könnte, aber nicht geht, so wisst ihr, was ich meine. Ich meine, Feiergurten selber hat in einem Video von Cosam Zara gefragt, ob die halt zusammen sind. Also, wenn er das macht, ist es halt komplett lustig, aber wenn andere sich dann quasi über diese Konstellation der beiden irgendwie ein bisschen lustig macht oder darüber spricht, so, dann ist es halt irgendwie wieder voll der Front. Also, ich weiß nicht, Mann, das ist halt, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, Glück das zu bei eurer machen. Auch gemeinsamen rückblickend halt nicht. Zeit und vergesst nicht zu verhüten, weil noch ein Feiergurten will keiner haben. Aber Ja, wisst okay, ihr außer der war natürlich schon was? hart. Ich habe auch noch einiges zu sagen, was ich im Normalfall lieber privat angesprochen habe, weil ich niemandem in den Rücken falle, mit dem ich cool bin oder zumindest glaube, cool zu sein. Aber nach den ganzen Moves würde ich sagen, dass wir nicht mehr cool miteinander sind, weder Freunde noch Kollegen oder sonst was. Das hat sich ebenfalls geändert. Von daher kann ich hier ganz offen drüber sprechen. Ende. Wenn er natürlich meint, mich anmachen zu müssen oder weiterhin Aktionen bringt, die einfach gar nicht klar gehen und sich das Ganze noch mehr verschlimmert, ja, dann würde ich sicherlich irgendwann mal mein Maul dazu aufreißen. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn uncooler Aktionen von meiner Seite ausgekommen wären, hättest du laut deiner eigenen Aussage auch ein Video gegen mich gemacht. Deine gesamten uncoolen Aktionen gegenüber deiner Community und auch mir kann man aber kaum noch zusammenfassen. Nimm es mir also nicht allzu übel, dieses Video ist notwendig. Sowohl für dich, damit du mal aufwachst, Ja, als auch okay. für deine Community, die schamlos von dir verarscht und ausgehalten wird. Übrigens Junge, findet ihr die also ich feiere das auf jeden Fall, dass er einfach komplett übertreibt, Junge. Wie hart du deine Zuschauer verarscht und wie du sie kaputt machst. Also weiß ich nicht, man kann es auch ein bisschen übertreiben, meiner Meinung nach. Also klar, er spricht ja auch dieses Community-Video an. Das war nicht mein bestes Video, gebe ich auch ganz offen zu. Ne, ihr seid halt einfach nichts wert so. Und dann hat er auch noch diese Spenden-Dings da von Kuchen TV Uncut reingenommen. Ja, sind zwei Dinge, die man auf jeden Fall kritisieren kann. Aber ich finde trotzdem, dass man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben sollte. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben, ne? Timestamps zu allen einzelnen Kapiteln dieses Videos angepinnt in den Kommentaren, weil es sehr ausführlich werden wird. Also, let's go. Fangen wir an bei deinem Video zu deiner Community, wo du nach einem 35-minütigen Anfall darüber, wie blöd denn alles und jeder ist, einsiehst, dass du eventuell ein wenig zu hart warst. Ich schätze, ich habe euch da auf jeden Fall ein bisschen zu schlecht geredet. Das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Den Fehler, den sehe ich auf jeden Fall ein. Ein bisschen zu schlecht, sagst du. Wie soll man das genau verstehen? Ein bisschen zu schlecht. Also, so schlecht ist deine Community laut dir scheinbar doch gar nicht. Nur normal schlecht, also 20 Minuten statt 35 hätte es auch gebracht, oder wie? Du zeigst dir absolut gar keine Einsicht.
Eine Sache, wo ich zum Beispiel darauf eingehen möchte, ist, dass ich beispielsweise gesagt habe, dass ihr ja nichts wert seid. An dieser Stelle sei gesagt, dass richtig viele Leute das absichtlich oder nicht absichtlich, aus Dummheit, was weiß ich. Das Video ist nur so nice, weil er erfolgreich gedacht hat. Auf jeden Fall aus dem Zusammenhang gerissen haben. Du sagst deinen Zuschauern einfach, dass sie nichts wert sind und dass das aus dem Zusammenhang gerissen wird. Natürlich nur aus purer Dummheit der Leute, weil es ist nicht möglich, das falsch zu verstehen. Ich meine, wie könnte es denn anders sein, als dass man nicht direkt den gleichen Gedankengang hat wie der allwissende Kuchen-TV? Naja, also ich finde schon, dass es halt relativ eindeutig war, was ich damit halt sagen wollte. Ich habe ja vorher halt gesagt, dass ich halt bei Placements einfach grundsätzlich weniger Geld kriege, weil ich halt, ja, so eine, also was sowas angeht, halt so eine komische Community habe. Also man weiß halt nicht, kauft ihr das Produkt, kauft ihr es nicht, so, das kann man halt so gar nicht abschätzen, so auf was die stehen und was nicht. Und in dem Sinne sind die halt für, ist meine Community halt für Werbepartner weniger wert, so, ne? Also ich sag mal, normalerweise bekommt man ein TKP, also pro 100, also pro 1000 Klicks, so 50 bis 100 Euro ist der Durchschnitt. Ich glaube, ich hatte bisher ein einziges Placement, wo ich tatsächlich das auch hatte. Bei den anderen, die zahlen halt weniger, weil man die Community einfach nicht einschätzen kann. So, ne? Und deswegen, das ist halt das, was ich halt einfach damit meinte. Und da ich genau, wo ich gerade diesen Satz gesagt habe, gerade bei Placements und so weiter war, wo ich einen Satz vorher auch drüber geredet habe, finde ich schon relativ eindeutig so. Ne? Keine Ahnung, das Ding ist natürlich, bei sowas, da verhärten sich natürlich auch die Fronten, das ist klar, ne, die Leute haben keinen Bock, so abgestempelt zu werden, dann ist man sowieso negativ drauf, dann hört man so eine Äußerung und dann überlegt man natürlich auch gar nicht mehr, okay, was könnte er damit meinen, sondern sagt einfach direkt, du kleiner Go, Alter, du kleiner abgefuckter Go. Im Diskussionsvideo mit Just Nero hast du relativ schnell aus den 0,5% eine 100% gemacht, also aus jeder 200. Person hast du jede Person gemacht und dann denkst du dir, ja, ich mache einfach mal ein Video gegen meine gesamte Community, kommt bestimmt gut an, wenn das schon vorher bei Feierguten vollkommen aus dem Kontext gerissen worden ist. Was erwartest du denn? Das war halt wirklich nur darauf bezogen, dass wenn ich diesen Kanal jetzt verkaufen würde... Naja, ich meine, ich habe ja auch von Anfang an eigentlich gesagt gehabt, dass ich nicht alle meine, sondern nur bestimmte Leute, ne? Beispielsweise, ja, weil irgendein Millionär sagt, jo, ich gebe dir jetzt Geld dafür und der auch ordentlich Geld gibt, dann würde, also niemand würde für diesen Kanal, für die Reichweite das bezahlen, was die Reichweite normalerweise wert wäre. Ganz objektiv betrachtet, hast du in einem gewissen Punkt recht, wenn du sagen möchtest, dass Werbetreibende aufgrund der von dir erstellten Inhalte und der daraus resultierenden Community weniger für deine Reichweite zahlen wollen. Das stimmt, aber es heißt nicht, dass die Reichweite nicht so viel wert wäre, wie sie eigentlich wert wäre. Es gibt da keine festgesetzte Werttabelle oder ähnliches für individuellen Content und daraus resultierende individuelle Zuschauer. Deine Reichweite ist aufgrund deines Handelns so viel wert, wie sie gerade wert ist. Da musst du den Fehler bei dir suchen. Wenn du eine Reichweite haben willst, womit du viel verdienen kannst, dann mach Schmink- oder Lifestyle-Videos, aber keine Videos, wo du deine Meinung zu teils kontroversen oder gar polarisierenden Themen preisgibst. Dein Punkt hier ist, ich hätte schon dies und das und jenes. Ja, aber meine Reichweite ist dann ja halt trotzdem so gesehen weniger wert, weil sie auf dem Markt einfach weniger wert ist. So. Also Werbepartner geben bei mir weniger Geld aus als zum Beispiel bei jemand anderem. Dadurch ist meine Reichweite dann ja weniger wert. Also er sagt erst, dass meine Reichweite nicht so viel wert ist, aber im nächsten Satz sagt sie dann, dass sie ja weniger wert ist, weil ich mir diese Community hochgezogen habe. Hä? Also was denn jetzt von den beiden Sachen? Wenn, ja, und bei dem Wenn ist Ende. Du hättest es nicht. Dann hättest du nämlich ganz anders vorgehen müssen und die Frage, ob du da stehen würdest, wo du heute stehst, zumindest zahlentechnisch gesehen, kannst weder du noch ich beantworten. Weiß man, ob der Kanal steil gegangen wäre? Keine Ahnung. Aber naja, da waren die 7700 Disliker bestimmt richtig blöd, weil du in dem Fall einfach nicht den Weitblick gehabt hast, zu realisieren, dass so etwas aus dem Kontext gerissen werden könnte, weil nicht jeder eine Ahnung davon hat. Und diese Einsicht zeigst du nicht mal, nachdem du dich in diesem Video das dritte Mal mit dem Thema befasst und das ist traurig. Dann ist der Typ maximal kritikunfähig. Bei der Premiere-Sache zum Beispiel sagt er, dass das nur Einzelmeinungen sind. Nun ja, es sind halt nun mal alle Top-Kommentare und die haben teilweise über 400 Likes. Also für mich sind das fast keine Einzelmeinungen mehr, sondern da stehen schon sehr viele Leute dahinter. Jeder Mensch mit ein wenig Verstand würde bei Premieren berücksichtigen können, dass es möglich ist, im Vorhinein Kommentare zu schreiben. Welche Kommentare werden denn vor einer Premiere geschrieben? Ganz egal, wie oder wann man sie startet. Richtig. Scheiß Premiere. Warum wird nur dieser Kommentar geschrieben und dort drunter diskutiert, ist jetzt die Frage. Naja, aber es gibt auch viele Leute, die halt sowas versuchen zu verteidigen, ne, die dann schreiben, hey, ich finde das ja gar nicht so schlimm. Oder bei anderen Premieren siehst du ja auch nicht nur negative Kommentare, so ist ja Fakt. Also es machen wenige Leute Premiere, vor allem, weiß ich nicht, ich finde die Funktion auch heutzutage immer noch mega kacke, um ehrlich zu sein. Also ich fühle die einfach nicht so. Ich weiß nicht, was die halt jetzt großartig bringen soll, außer dass es halt Leuten wirklich komplett auf den Sack geht, so dass die da halt ist. Und ich persönlich sehe das halt so,
dass wenn man jetzt bei anderen Premieren einfach mal guckt, also wenn das jemand anderes macht, dann ist das nicht negativ so, dann gibt es da nicht so viele Dislikes oder Leute, die sich da halt beschweren, sondern das war eine Sache, die halt nur bei Feierguten zu sehen war, weil er mit der Sache halt komplett übertrieben hat. So, wenn du jetzt eine Premiere machst, 10 Minuten oder vielleicht auch noch eine Stunde oder so, dann ist es halt echt egal. Also ich glaube, dann juckt das halt die wenigsten. Ne? Aber wenn du halt 20 Stunden oder was Feiergurten hatte da machst, also denkst du dir natürlich auch so, yo, Bro, was soll das so? Jetzt hast du dieses Video halt 20 Stunden in deiner Abo-Box, aber kannst es dir nicht angucken. So, das ist schon... einen anderen Inhalt hast, da du das Video nicht sehen konntest, warum solltest du dann was schreiben, wenn du dich nicht beschweren willst? Du hast nichts, wozu du was schreiben könntest. Wenn aber diskutiert wird, ist es logisch, dass die Kommentare oben erscheinen und mehr Leute erreichen. Sie sind ja schon da, bevor überhaupt etwas Positives... ja, bei Diskussionen müssen ja nicht immer negativ behaftet sein, ne? ...kommen kann. Aufgrund der negativen Stimmung, im Gegensatz zur positiven, da du zum Video noch nicht schreiben kannst, ohne es gesehen zu haben, gibt es genügend Leute, die einfach einem Wortführer hinterherlaufen, weil er ja scheinbar mit Likes von der Masse unterstützt wird, weil es keine Gegenmeinung gab. Es gibt einige Leute, die sich... Also finden viele Leute die Premiere gar nicht scheiße, sondern sehen den Kommentar, sehen, dass der 100, 200 Likes hat und denken sich dann so, ja geil, den like ich auch. Überzeugung anschließen, auf diese bin ich aber auch konstruktiv eingegangen und habe es angepasst, indem ich Premiere nicht mehr allzu lange gestalte. Die restlichen Leute, die es in Ordnung finden, beschweren sich aber nicht. Du bist mit deinem Video hier ebenfalls eine Art Wortführer gewesen. Die Problematik bei dir ist auch, dass du es nicht schaffst, über den Tellerrand hinauszublicken und zu verstehen, dass sich nur Leute beschweren können und diese einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Kommentarschreibern haben. Viele Zuschauer sind sogenannte Lurker. Das ist der Großteil deiner Community. Leute, die sich einfach dein Zeug geben, sich zurücklehnen und genießen. Stille Zuschauer halt. Die Leute feiern vielleicht deine Videos, liken und kommentieren aber nicht oder vergessen es, weil sie einfach nur entspannen wollen. Da werden sich, denke ich, viele von euch angesprochen fühlen, weil ihr wisst, dass es genau so ist. Das ist aber kein Vorwurf euch gegenüber, weil ich dieses Verhalten auch von mir kenne. Also ja, liked und kommentiert gerne, nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, wird mich freuen. Du kannst mir nicht sagen, wenn du beispielsweise recht konstant 100.000 Klicks auf ein Video machst, was zu einem Großteil dieselben Leute aus deiner Kerncommunity sind, dass es nur jeder 10. Person gefallen. Krass, so sah mein Kanal damals aus, ne? Ja, ich hatte voll viele Videos, die nicht mal die 100k geknackt haben. Heute ist so 100k wirklich das Mindeste. Ja, krank, das war ja auch die Zeit, glaube ich, wo mein Kanal wirklich so am wenigsten lief, einfach so insgesamt, ne, glaube ich. Ja, krank, Alter. Und jetzt geht's doch relativ gut nach oben langsam, ne? Also Glück gehabt. Fallen hat. Dann hättest du ganz schnell gar keine 100.000 Klicks mehr. Das kannst du mir glauben. Wieso sollte man sich Videos anschauen, die man nicht gut oder unterhaltsam findet? Das ergibt keinen Sinn und das ist ja ein neues Level der Zeitverschwendung. Aber für dich muss ja jeder deiner Zuschauer ein Video ansehen, nur weil du es hochlädst, ganz egal, ob der Inhalt für die Person interessant ist oder nicht. Ja gut, also erstmal nochmal zu den Premieren. Ja, also ich fühle den Punkt vom Feiergurten da halt immer noch nicht. Weil wie gesagt, bei anderen Premieren ist ja auch nicht das Negative halt weit oben, sondern da sind dann halt ganz normale Kommentare so. Und bei Feierguten haben sich ja wirklich mega viele beschwert. Natürlich, vielleicht bin ich irgendwo ein Wortführer gewesen, der auch einige, also der zumindest halt auch die Meinung vertreten hat, dass es halt zu lang ist. Aber klar, gut, einige laufen einem natürlich halt hinterher, aber man kann das ja einfach halt argumentativ auch begründen, warum es halt nervig ist, eine Premiere 20, 30 Stunden lang zu machen. So, es ist ja halt einfach für den Konsumenten, ist es halt einfach mega nervig. So, ich meine, wenn du halt eine Premiere machen möchtest, klar, dann mach das halt von mir aus 3 Stunden, mach's 4 Stunden, vielleicht auch noch 5 Stunden, ist vielleicht auch noch okay, so, aber alles darüber ist irgendwann einfach nur noch nervig. Also ich zum Beispiel habe damals die Videos von Feierguten nicht unbedingt geguckt, aber wenn es halt ein Thema war, was mich interessiert hat, bin ich schon mal reingeslidet, so. Und bei mir ist es halt so, dass ich auf YouTube halt richtig, richtig wenig Content habe, den ich mir halt gerne angucke. Wirklich super wenig, weil ich weiß nicht, voll viele Videos, voll viele Kanäle jucken mich halt faktisch gesehen einfach nicht. Ist ja auch gar nicht schlimm so, ne? Aber weiß nicht, so, es gibt wenig auf YouTube, was mich halt interessiert. Und wenn ich dann so ein Video von Feierguten sehe und ich sehe so, okay, das Thema interessiert mich und ich sitze halt hier und kann halt nichts gucken, weil ich halt nichts finde und denke mir so, boah, jetzt dieses Feierguten-Video und dann ist das halt noch 20 Stunden in der Premiere. Das ist halt einfach nervig so und das haben die Leute ja auch zu Recht kritisiert und das haben die Leute auch schon bevor ich dazu irgendwas gesagt habe genauso kritisiert. So, also das ist ja jetzt nicht mehr geworden. Ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, das ist doof und alle so, ja stimmt, das ist wirklich doof. So, ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, auch ganz gut Abonnenten verloren gehabt und grundsätzlich waren ja die Bewertungen von seinem Video auch einfach richtig negativ. So, also ich finde immer noch, dass er da halt sehr, also dass er zumindest zu dem Zeitpunkt halt sehr dickköpfig auf jeden Fall damit so vorgegangen ist. Wenn ihr mich feiert und mich abonniert habt, dann könnt ihr doch sicher sein, dass wenn ich ein Video auf meinem Kanal hochlade... Ja genau, und das sehe ich halt doch immer, also sehe ich halt persönlich immer noch so. Wenn ich jetzt irgendeinen YouTuber abonniert habe, ey, ich gucke mir alles an, was der halt hochlädt, so, ne? Das kann man natürlich nicht von jedem erwarten, aber ich kann ja meine Meinung dazu abgeben. Ich sage ja auch nicht, okay, das muss man jetzt so machen. Ich sage einfach nur, dass ich das halt cool finde,
finden würde, wenn man das macht. Was ich im ersten Video auf jeden Fall viel, viel schlechter rübergebracht habe, gebe ich auch zu. Ich habe ja auch gesagt, dass das Video scheiße war, ne? Ich habe ja auch ein ganzes Video gemacht, warum ich das Video überhaupt gemacht habe und war ja auch dämlich, gebe ich ja auch zu. Trotzdem sehe ich das persönlich halt so, dass ich mich halt mit allem, was so ein YouTuber macht, eigentlich halt befasse. So, zum Beispiel Manu Thiele hat zum Beispiel letztens auch ein Video hochgeladen. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Der ist, glaube ich, zu irgendeinem Stadion gefahren, zu so einem Lost Place Stadion. So, und da habe ich zum Beispiel dann auch so gedacht, okay, naja, ist jetzt nicht sein normaler Content. Vielleicht hat er das ja halt spannend gemacht. Ich gucke einfach mal rein, obwohl mich das jetzt so an sich erstmal nicht so krass interessiert hat. Das war dann aber trotzdem spannend. Ich war unterhalten und habe das Video halt zu Ende geguckt. Ne? Und ich glaube, so voll viele Leute hätten auch locker Spaß an den Videos, die ich halt auch sonst so gedreht habe. Ne? Zum Beispiel so die Interviews. So, ich glaube, an so einem Corona-Demo-Interview oder das, was wir auf der Gamescom gemacht haben, ich denke schon, dass halt die meisten Leute meiner Community halt unterhalten hätte. Aber dadurch, dass sie das halt nicht gewöhnt sind, klicken die halt nicht drauf. Und das ist natürlich schade, ne? Weil dann lohnt es sich natürlich auch nicht, diese Art von Content zu machen, ne? Weil das schädigt einfach meinem Kanal. So, wenn ich jetzt 5 Videos hintereinander droppe, die nur 50.000 Aufrufe kriegen statt 200.000, dann denkt der Algorithmus sich auch, okay, der Kanal ist erstmal weg. So, und dann werde ich weniger vorgeschlagen und da muss ich den erstmal wieder hochholen. Ne? Ist schwierig auf jeden Fall. In letzter Zeit bist du immer bei den Interviews zurückhaltend, heavy. Dass das auch einen Kuchen-TV-Stempel hat. Und wenn ihr mich abonniert habt und meine Videos sowieso gut findet, dann werdet ihr das Video, was ich da hochlade, höchstwahrscheinlich auch gut finden. Und das macht ihr einfach nicht. Ich finde es traurig, dass du hauptberuflich... No, komm, du kannst dich von dir auf andere schließen. Naja, mache ich ja auch nicht. Ich sage halt nur, wie ich das machen würde und dass ich das cool finde. So, das ist ja einfach meine Meinung, die ich halt sage. So wie in allen anderen Videos. So, und wenn die Leute das anders sehen, dann ist das ja auch komplett in Ordnung. Aber ich kann ja trotzdem argumentieren, warum ich es gut finden würde, wenn man das halt macht. Und dann ist es ja auch jedem selbst überlassen, ob man das halt tut oder nicht. YouTube machst und in deiner Ignoranz nicht mal verstehst, wie diese Plattform... Seht ihr eigentlich Feierguten, den du durch den Kakao ziehen könntest? Ich fand ja seine neuesten Videos gar nicht mal so schlecht. Ne? Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr schade, dass der nicht weitergemacht hat von den Videos her. Weil ich das schon... ja, sehr gut gefunden hätte, um ehrlich zu sein, wenn der da weitermacht. Aber, tja, ich weiß nicht. Also, der hat ja jetzt sogar seine eigene Medienagentur, irgendwie Max Klockhof oder so. Ich glaube, das ist sogar eine GmbH, soweit ich weiß. Keine Ahnung, vielleicht läuft das ja auch halt ganz gut. Ne? Vielleicht hat er da ein paar Kunden oder sowas, die er betreut. Kann ja halt schon ganz gut sein. Dann ist das in Ordnung. Ich finde es halt aber ehrlich gesagt schade. Weil ich finde, in der Meinungsblogger-Szene gibt es generell zu wenig interessante Leute. So, weiß ich nicht, wen guckt man denn in der Meinungsblogger-Szene so wirklich aktiv? Mich vielleicht noch, also jetzt mich mal ausgedingst so, Just Nero natürlich, ne? Alpha Kevin finde ich auf jeden Fall noch ganz cool. Dann Dude mit Maske und Baku verfolge ich noch. Kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, feiere ich jetzt nicht so krass. Ne, sind manchmal vielleicht auch ein bisschen ruhiger, sage ich meine Videos. Ja, Joker natürlich, ne? Nachdem Maria Nico gefickt hat, Joker sowieso Platz 1. So, aber das war's. Habe ich irgendwen vergessen? Ich glaube, ich hoffe einfach mal nicht, ne? So, weiß ich nicht, so Feiergurten ist weg. Ich meine, Feiergurten war, finde ich, nicht der Beste und nicht der Spannendste so, aber man konnte das ja trotzdem gucken, ob das jetzt wegen dummen Aussagen war oder nicht, ist egal so, aber er hat die Leute ja unterhalten, wie auch immer, so, ne? Und JF zum Beispiel auch, war ein geiler Meinungsblogger, ist auch einfach weg, ja? Keine Ahnung, dann viele sagen noch, hier, wie heißt er denn? Oh, mit dem habe ich auch schon Videos zusammen gemacht. Oh, wie heißt er denn? Der hat so ein Video über Bienen letztens gemacht und Mücken. Nicht sagen, wartet, wie heißt der? Wie würde ich mich nennen, wenn ich... Teilzeit-Rector, Digga, Teilzeit-Rector. Ja, Mann, der ist mir selber eingefallen, wollte ich schon mal sagen. Ich habe es nicht im Chat gelesen. Ne, der zum Beispiel auch, hat auch aufgehört. Ich meine, keine Ahnung, der hat ja so ein Comeback gehabt. Fand ich halt, eigentlich waren es halt nur Beleidigungen zur Hälfte, habe ich jetzt nicht so krass gefeiert, ne? Aber zum Beispiel auch weg, so, ne? Da Vinci, Digga, komm halt mal. So, weißt du, und alle größeren Meinungsblogger, oder es gibt halt einfach kaum größere Meinungsblogger, und das finde ich sehr schade, ne? Und da wäre es natürlich cool, wenn so ein Feiergoten halt einfach wieder da wäre, dass man... auch gerade in der Hauptszene, sage ich mal, wo die größeren Leute drin sind, auch wieder ein YouTuber mehr hat. Ne? Und wie gesagt, die neuesten Videos von Feiergoden kann man halten, was man möchte, aber war deutlich besser als das, was er davor gemacht hat in seiner ja komischen Art, wie dieses Kuchen-TV-Expost-Video halt. Ne? Also ich finde immer noch, dass er halt durchaus Potenzial hat, ne? Wenn er die Videos halt vernünftig aufzieht natürlich. Ne? Funktioniert. Es interessiert die Leute einen Scheiß, ob du eine Stunde, 2, 3 oder 10 reinsteckst. Die interessiert das Endresultat. Die Prank Bros haben das verstanden, die rotzen die Videos dahin. Hauptsache ist es kontrovers, bringt Klicks und ist das, was die Zuschauer sehen wollen. Wir reden hier von dem, was die Leute sehen wollen, wofür sie dich abonniert haben. Selbst die Prank Bros denken in diesem Punkt weiter als KuchenTV.
Wenn das Video die Leute, denen es angezeigt wird, nicht interessiert und nicht zum Anklicken anregt, dann können sie sich von der Qualität des Videos nicht überzeugen. Und es ist auch logisch, wenn du deine Reichweite durch Meinungsbox aufbaust, dass die Leute sich für deine Meinungsbox interessieren und dich dafür feiern und eben nicht für ein neu eingeführtes Comedy-Format auf deinem Kanal. Naja, wobei das sogar ziemlich gut ankam. Mit 119.000 Aufrufen war in Ordnung. Natürlich sind die Klicks da niedriger und das ist doch auch vorauszusehen. Veränderung ist für viele schlecht und man sträubt sich erstmal dagegen. Das ist eine natürliche Reaktion des Menschen, neuem gegenüber abgeneigt zu sein. Zieh das Ganze doch einfach durch, integrier das Format auf deinem Kanal, aber die Kernzuschauer, die sich schon das Video "Ich habe die schlechteste Community" ansehen, die werden sehr wahrscheinlich auch deine anderen Videos schauen. Du sagst also Leute... Da ist ja nicht nur die Kern-Community drin. So, das Video hat 160.000 Aufrufe. Meine Kern-Community sind wahrscheinlich so 40.000, 50.000 Leute, also damals gewesen so. Heutzutage vielleicht so 80.000, 90.000 würde ich vielleicht sagen. Und das Video hat 160.000 Aufrufe, so. Also waren da halt voll viele Leute dabei, die man halt auch damit erreicht hat, die halt nicht in meiner Kern-Community sind. Ne? Das wird auch einfach jetzt so behauptet. Kacke sie sind und wie unfair alles ist und wie blöd deine gesamte Community ist, obwohl die Leute für dich da sind und dich supporten, wo es mir geht. Fix die hart. Du kannst mir gerne andere Videos reinschicken, dann kann ich gerne darauf reagieren. So. Ich finde es immer cool, dass Leute kritisieren, worauf ich reagiere. Aber ihr könnt mir ja Videos senden, also ich bin ja offen dafür. So, ne? Gerne, Digga, ich nehme super gerne Zuschauereinsendungen. Dann schick mir doch einfach Videos rein, auf die ich reagieren soll und dann reagiere ich auf deine Videos. So. Dann ist doch Win-Win-Situation für uns beide, oder nicht? Ich habe Reaction-Content und du hast Bock, diese Videos zu gucken. Ist laut dir keine Community. Und das ist einfach nur undurchdacht und frech. Ich gebe dir mal einen Vergleich, um es einfach... Jeder intelligente Mensch hat durchschaut, was in deinem Video gemeint war. Ja, keine Ahnung. Also ich habe viele Aussagen halt schon richtig dumm rübergebracht. Also das sage ich im Nachhinein ja trotzdem. Eigentlich sollten wir auf das Video auch mal reagieren. Man hat ja schon mal gemacht, ich glaube nicht, ne? Das wäre eigentlich echt cool, darauf zu reagieren. Nicht heute, aber generell machen wir das irgendwann mal. Und ja, ich habe einfach viele Sachen einfach falsch rübergebracht. Ich habe das ja auch schon mal in einem Kuchen Talks gesagt. Also damals war bei mir zum Beispiel einfach das Problem, so mein Kanal lief halt überhaupt nicht mehr, dann habe ich meine Partnerschaft verloren, ich habe keine Abonnenten mehr gekriegt, ich fand meine Videos scheiße, also gerade den Schnitt und so weiter, bis auf Cake News hat mir eigentlich nichts wirklich Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, man ist halt einfach so immer negativer geworden, man hatte einfach immer weniger Bock so. Man hat gesehen, der Kanal geht halt kaputt und anstatt sich dann irgendwie an die eigene Nase zu fassen und wie ich das dann auch gemacht habe, zu sagen, jo, ich stelle mich jetzt halt vor die Kamera, hat man dann halt gesagt, jo, ihr seid schuld. Doofe Community. So, weißt du, und so ist das halt ja im Endeffekt dann halt einfach gekommen. Ne? Man hat einfach zu wenig selbstkritisch gedacht. Und ich denke schon, dass es halt viele Punkte gibt in den Community-Video, die ich auch heute immer noch so sehen würde. Aber vieles war halt auch einfach kompletter Bullshit. Und selbst wo ich recht hatte, habe ich das meistens viel zu überzogen rübergebracht. Und da kann ich schon verstehen, warum viele Leute nach dem Video halt auch angepisst waren. Ne? Ich habe ja auch lustigerweise nach diesem Video irgendwie 3 Monate oder so nur D-Abos gemacht, bis ich halt mich vor die Kamera gestellt habe. Ab dann habe ich wieder Plus gemacht. So, ne? Ja, von daher kann ich das schon verstehen, dass die Leute mich dafür auf jeden Fall halt gehatet haben. Ne? Das nehme ich da niemanden übel. Gerade zu gestalten. Du heulst dich bei deiner Mutter darüber aus, wie scheiße deine Eltern sind. Deine Mutter gehört übrigens zu den Eltern, also du sagst ihr, obwohl sie sich unterstützt, dass sie scheiße ist. Das klingt sehr, sehr bizarr, ist aber genau dasselbe Szenario wie hier. Nur dass Kuchen in dem Fall das Kind ist, seine Kern-Community die Mutter und die Zwischendurch-Zuschauer der Vater. Das wird nichts am Verhalten des Vaters ändern, eben weil er es wahrscheinlich nicht mal mitbekommt, dass du dich beschwerst. Und selbst wenn, dann wird es ihm wahrscheinlich wenig jucken. Ein auch nur annähernd intelligenter Mensch hätte ein derartiges Video niemals online gestellt. Wieso, fragst du dich jetzt? Was hättest du tun sollen? Ganz einfach. In anderen Videos, die den Leuten bekannt sind, die sie mögen, die sie feiern, am Ende sagen, dass du ein cooles neues Format gedreht hast. Vielleicht eine kleine... Naja, aber KuchenTV kann ich pushen und seine eigenen Videos erst recht nicht. Aber ja, das ist die erste Aussage, wo ich Firegolden auf jeden Fall zustimme. Also dieses Video hätte man sich echt einfach sparen können. Da hätte man einfach sagen können, jo, Bruder ist okay... Lass einfach gut sein. So, chill erstmal ein bisschen. Eine Szene einblenden und die Leute darum bitten, sich das gesamte Video anzusehen, machen dann vielleicht 5% der Leute, die es vorher nicht getan haben. Gut möglich. Das klingt auf den ersten Blick nicht viel, wenn du direkt die extremen Resultate sehen möchtest und denkst, dass jeder alles anklickt, wie es aus deinem Video hervorgeht. Aber es ist doch immerhin ein Fortschritt und den so, würdest du auch... So, hat der Typ jetzt eigentlich mal ein Video reingeschrieben, worauf ich reagieren soll? Nee. Also irgendwie ist der weg. Dauersichtlich erkennen können. Der Umgang mit Kritik. Kritik, Kritik. Wenn man danach geht, da müsste man nie auf Kritik der Community eingehen. Weil was muss man bitte machen, damit wirklich ein Großteil der Community nicht mehr hinter dir steht? Was muss man tun, damit ein großer Teil der eigenen Community nicht mehr hinter einem steht?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber die Antwort hast du dir ja schon selbst geliefert. Ein 35-minütiges Video machen, wo man seine treuen Zuschauer beleidigt und degradiert. Eigentlich ist das ja mehr oder weniger... Na gut, ich habe ja gesagt, dass es gar nicht an die treuen Zuschauer geht, aber lassen wir das. ...sind einer Community, dass die Leute hinter dir stehen. Die hinterfragen einfach gar nicht so viel, denen ist das meiste einfach egal. Du bist ein Meinungsblogger, der regelmäßig andere dafür kritisiert, dass ihre Community ihnen blind hinterherläuft. Du möchtest, dass andere Leute ihre Idole reflektiert sehen und hinterfragen, damit sie im Leben nicht verarscht werden. In dem Punkt bin ich vollkommen bei dir. Wenn man sich keine eigene Meinung bilden kann, ist das schlimm und ebenfalls gefährlich, je nachdem in welchem Kontext. Und dir ist auf der anderen Seite gleichzeitig bei deiner eigenen Community wichtig, dass die Leute dich und deine Äußerungen nicht hinterfragen, sondern dir alles nachplappern und immer deiner Meinung sind, oder wie? Nicht, weil deine Meinung zwangsläufig richtig ist, sondern einfach aus Prinzip, weil du deine Meinung vertrittst. Das habe ich doch gar nicht gesagt, oder? Was hat der da gerade gesagt? Und nicht jemand an. Hinter einem steht. Schon selbst. Eigentlich ist das ja mehr oder weniger der Sinn einer Community, dass die Leute hinter dir stehen. Naja, man kann mich ja kritisieren und trotzdem hinter mir stehen. Also das war ja auch darauf bezogen, dass die Leute halt zum Beispiel meine Rafflinks nutzen können, um mich ein bisschen zu unterstützen, gerade wo ich die Partnerschaft verloren habe. Dann, dass man meine neuen Formate guckt, zum Beispiel, wenn ich was hochlade. Das war ja gemeint. Das hat ja nichts mit der Meinung zu tun. Aber ich finde es ja auch gut, wenn ich kritisiert werde, so, ne? Also, weiß nicht, man kann sich halt sonst nicht weiterentwickeln. Ich finde das auch langweilig, wenn ich in meinem Freundeskreis halt nur Leute habe, die sagen, ja, mach mal, ja, geil, Digga, cool. So, weil das bringt mich halt nicht weiter, so, ne? Man braucht einfach Kritik, so, sonst kommt man halt nicht vom Fleck, so. Ne, deswegen finde ich es ja auch okay, wenn hier Fixie Hart schreibt, dass er solche Reactions halt langweilig findet, ne? Oder auch vorhin hat zum Beispiel auch einer mir Kommentar gesehen, geschrieben auf Kuchen.tv Uncut, jo, das kommt halt so rüber, als ob du in letzter Zeit weniger Bock hast. So, ne, dann, das sind zum Beispiel Dinge, dann kann man sich wenigstens ein bisschen selbst reflektieren, so, ne? Ich hab mega Bock zu streamen, aber momentan ist zum Beispiel Noah einfach mega anstrengend. Deswegen bin ich in den Streams halt meistens kaputt, ne? Weil ich halt erst abends streame, so, und dann bin ich halt schon 20 Stunden wach oder so wegen Noah und dann ist halt komplett vorbei. Deswegen habe ich zum Beispiel auch jetzt vor dem Stream so einen komischen Energy Drink ohne Zucker getrunken, der mega lecker ist, damit ich halt ein bisschen aktiver bin, so, ne? Aktiv am Start, meine Freunde. Sondern die alles nachplappern und immer deiner Meinung sind, oder wie? Nicht, weil deine Meinung zwangsläufig richtig ist, sondern einfach aus Prinzip, weil du deine Meinung vertrittst und du sie vertrittst und nicht jemand anders. Dann möchtest du eine Community haben, die von... Glaubst du eigentlich, dass Max damals so komisch wurde, weil bei ihm auch immer schlechter lief und wie bei deinem Community-Video war seine Reaktion sowas wie das hier und er dachte, er kann damit wieder was reißen und merkte nicht, dass er sich damit selbst zerstört. Boah, gute Frage. Also ich kann es mir bei ihm tatsächlich ja ganz gut vorstellen, dass wir eigentlich, ich glaube, wir beide, ich und Feuergoden, haben so das Gleiche durchgemacht, würde ich sagen. Wir beide haben es aber anders geregelt, sage ich mal so. Ich habe halt so ein schlechtes Video einfach gemacht und habe damit meine Wut rausgelassen. Und Feiergoden hat halt auch irgendwie immer anderen die Schuld gegeben, mehr oder weniger. Er hat ja auch gesagt, ja, YouTube, die schlagen meinen Kanal nicht mehr vor und die machen hier alles kaputt und tot. Ich glaube, da kommt er auch später noch zu. Und klar, das kann natürlich durchaus mit reinkommen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel rückblickend die Videos von Feiergoden sehe, selbst wenn ich jetzt sage, wir gucken da ganz objektiv drauf, ne, wie wir das ja auch bei dem Julienko-Vlog gemacht haben, der dann ja doch ein bisschen langweilig war, ich weiß nicht so, das gibt mir halt einfach nichts so. Warum sollte das YouTube überhaupt vorschlagen, so im Endeffekt? Weißt du, das ist ja, weiß ich, wenn er so Aussagen bringt, wie, ja, ich kann verstehen, warum man die Adresse von Axel Voss haben möchte. Ja, Digga, das ist halt dann schwierig so, weißt du? Und ich denke, wir beide waren einfach ein bisschen angepisst, dass unser Kanal halt nicht mehr läuft. Und, Feiergoden hat dann ja die ganze Zeit irgendwelche Tricks versucht, wo er denkt, dass er damit seinen Kanal auch wieder hochpushen kann. Wie zum Beispiel mit der Premiere-Funktion, weil er ja dann in den Analytics vielleicht gesehen hat, okay, das kommt halt besser an. So. Und dann hat er halt voll die langen Dinger gemacht. Da haben sich halt Leute beschwert, dann hat er sich aber auch gedacht, so, jo, keine Ahnung, fickt euch, das soll mein Kanal retten. Und hat halt nicht gemerkt, dass er damit auch seine Kernzuschauerschaft halt verliert, ne? Beispielsweise eine Rebecca Wing oder einem Sky Guy. Eine Community, die viel Geld abwirft und dich vergöttert. Vielleicht kriegst du Kritik von außen, aber deine stetig wachsende Community liebt dich trotzdem und du lebst den 23. jeden Monat, wenn YouTube dir dein Geld überweist. Genau das ist das, was du mit dieser Aussage erreichen wollen würdest. Die Community ist nun mal das, was dir das alles ermöglicht hat auf dieser Plattform. Und sowas zu schreiben wie, ich mach's ab jetzt nur noch mir recht, sehe ich halt wirklich sehr kritisch. Du würdest es dir also selbst nicht recht machen wollen, sondern dich verbiegen lassen und dadurch weniger Spaß haben, auch wenn nur ein kleiner Teil deiner Community dich kritisiert. Verstehe ich das richtig? Darauf wirst du immer eingehen. Dann herzlichen Glückwunsch, Tim. Nach diesem Video wird es genug Anhaltspunkte für dich geben. Nein, gab's halt nicht. Ja, dazu muss ich halt sagen, also, ich denke nicht, dass man wirklich jeden Kritikpunkt, der halt kommt, irgendwie umsetzen muss oder den ändern muss, weil ich sag mal, du kannst es nie jedem recht machen. Ich denke mal, das ist uns allen halt klar und deswegen, ja,
ist halt klar, dass du nicht alles umsetzen kannst einfach. Ne? So, das Ding ist, ich finde aber, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Kritik bekommt, dass man schon filtern sollte, okay, welche Kritik ist jetzt angebracht, wo kann ich halt was rausziehen und was ist vielleicht auch völliger Bullshit. So, und Feiergoten hat ja zum Beispiel gesagt, dass er so gar nicht mehr darauf eingeht. So, wo ich mir auch denke, das ist doch Kacke. So, wenn ich auf Kritik nicht eingegangen wäre, dann wäre ich zum Beispiel auch nie vor die Kamera gegangen, obwohl das halt die beste Entscheidung meiner YouTube-Karriere war. So, einfach mal vor die Kamera zu gehen. Das war auch hart, hat ja auch 5 Jahre gedauert, ist man auch vorher nicht drauf gekommen. Ich meine, als YouTuber sich vor die Kamera zu stellen, ist auch wirklich weit hergeholt. Ich weiß, Props, dass ich da überhaupt drauf gekommen bin. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ne, das ist halt, man muss nicht auf alles eingehen, aber man sollte schon gucken, okay, was sagen die Leute, was kann man besser machen? Es haben zum Beispiel auch Leute damals meinen Schnitt kritisiert, wo ich vor die Kamera gegangen bin. Die meinten so, jo, ist halt kacke, wenn irgendwelche Bilder halt reinfliegen. Jetzt habe ich das halt zumindest mal so geändert und seitdem beschwert sich auch keiner mehr, dass wenn ein Bild reinkommt, mache ich im Hintergrund die gausche Unschärfe hoch, sodass halt das Bild im Vordergrund ist. Hinten sieht man halt unscharf das Bild und wenn das Bild rausfliegt, dann geht die Unschärfe wieder weg. So, und das fanden die Leute dann halt auch gut. Und das sind so Sachen, die ich halt nie geändert hätte, wenn mich Leute nicht kritisiert hätten. So, du musst nicht alles umsetzen, aber du kannst ja trotzdem gucken, okay, wo kann man ansetzen, so. Gerade wenn das natürlich viel wird. So, die nächste Sache, die halt zumindest auf meinem Kuchen TV Uncut-Kanal kritisiert wird, ist halt die Menge der Werbung, die geschaltet wird. Und ja, das muss man einfach sagen, das sind halt YouTube-Kommentarmenschen, also es sind halt einfach Vollidioten, so. Sorry, das kann ich halt echt nicht anders sagen. Ja, und das sind halt, klar, die Leute kannst du halt nicht ernst nehmen, so, ne, aber jedes Mal sitze ich vor den Kommentaren und ich facepalme halt wirklich. Das sind YouTube-Kommentarmenschen, absolute Vollidioten. Anders kann KuchenTV das hier nicht sagen. Jedes Mal sitzt der arme Kuchen vorm PC und er facepalmt sich, weil seine Kritiker derart dumm sind. Ja, sind viele, aber auch, also es ist ja einfach Fakt. So, alleine wie meine Placements zum Beispiel immer gefrontet werden, also ich sehe das ja selber auf YouTube. Ich mache ja immer so ein Ei-Kuchen-Video halt dazu. Ist ja kein Problem, die Gegend zu argumentieren, ne? Sind so Leute, das ist halt... Aber wie gesagt, das geht ja auch nicht an alle, sondern man muss halt gucken, was man halt rausfiltern kann und was nicht. So geistig behindert einfach, den habe ich dann auch wirklich blockiert, weil solche Leute will ich auch einfach gar nicht in den Kommentaren haben. Also normalerweise blocke ich halt wirklich niemanden, weil selbst negative Kommentare sorgen dafür, dass dein Video besser gerankt wird, ne? Aber da ist es mir wirklich dann irgendwann scheißegal. Lächerlich as fuck, solche Leute. Wenn ein kritischer Kommentar aufgrund von Unwissenheit verfasst worden ist, block Kuchen den auch gern mal weg, weil das ist ja lächerlich as fuck. Ich habe absolut gar kein Problem damit, wenn du beleidigt wirst und den jeweiligen Kommentarschreiber dann blockierst. Aber es ging in diesem Kontext um den Vorwurf des Löschens eines Kommentars, der im Spamfilter hängen geblieben ist. Ja, es bleibt oft was im Spamfilter hängen und nein, du wirst den Kommentar sehr wahrscheinlich nicht gelöscht haben. Aber anstatt es zu erläutern, blockst du den Kommentarschreiber lieber direkt permanent von deinem Kanal. So wird bei KuchenTV mit Kritik umgegangen. Der Typ wird durch dein Handeln ja, wieder eine Das ist ja keine Kritik. So, mir gehen, also was mich persönlich halt einfach immer nervt und das ist auch bis heute noch so und ja, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen dran arbeiten, ist halt einfach, wenn Leute offensichtlich keine Information haben und halt einfach loshalten. Und das ist halt eine Sache, die ich zum Beispiel auch mega oft gemacht habe, wo ich dann auch so ein bisschen jetzt nicht auf die Schnauze geflogen bin, aber wo man dann hinterher sich auch gedacht hat, okay, scheiße, ich habe halt komplett, ich bin halt komplett fehl am Platz. Also ich habe jetzt eine komplett dumme Aussage gebracht. So, das Ding ist, wenn ich halt keine sicheren Informationen habe, so, dann habe ich doch mein Maul zu halten, so. Oder das Ganze halt anders unterzubringen oder zu veröffentlichen. So, wenn mir Leute halt vorwerfen, du hast auf jeden Fall Kommentare gelöscht, so, warum? Weil der Kommentar jetzt nicht mehr da ist, also ich könnte ihn gelöscht haben, er könnte im Spamfilter sein, der Typ, der ihn verfasst hat, kann ihn gelöscht haben oder du findest ihn halt einfach nicht mehr. So, weil bei YouTube gehen Kommentare halt immer irgendwie unter. Und das Problem ist halt dann einfach, dass mich sowas halt mega abfuckt, weil diese Leute dann also negativ über dich berichten und es gibt immer Leute, die da hinterherlaufen und das einfach glauben, weil sie sich keine Meinung bilden. So, das heißt, ich stehe dann quasi schlecht da, weil Leute ohne jegliche informative Grundlage einfach negativ gegen dich hetzen. Und da habe ich keinen Bock drauf und mache ich heutzutage halt deutlich weniger, weil ich auch gar keinen Nerv dafür habe, irgendwie da jetzt 10.000 Kommentare mal durchzugehen. Aber wenn mir sowas mal vor den Kopf kommt, dann lösche ich das halt. So, dass Leute einfach, obwohl sie keine Informationen haben, Dinge als Fakten hinstellen, ist genauso dumm wie Leute, die versuchen, gegen Corona zu argumentieren. So, das ist für mich das Gleiche, nur in einem anderen Thema. Doch, die Leute habe ich halt keinen Bock so, ne, ganz einfach, und dann sind die weg. So, aber das heißt ja, das zeigt ja auch nicht, wie ich halt komplett mit Kritik umgehe. Das zeigt ja nur, wie ich mit Leuten umgehe, die halt offensichtlich falsche Kritik posten. So, ich meine, ich persönlich würde jetzt einfach sagen, dass ich schon ein sehr selbstkritischer YouTuber bin, denke ich einfach mal, würde ich jetzt von mir selber behaupten, weil ich hin und wieder mal im Kuchen
TV-Kanal da mal nachgefragt habe, jo, was kann ich an meinen Videos verbessern, was nervt euch, was findet ihr gut, ne, oder ich gehe auch auf jede Ansage ein, die generell über mich hochgeladen wird, und das mache ich auch gerne, ich habe auch Bock drauf, ne, deswegen auf KuchenTV Uncut findet ihr aber quasi jede Ansage gegen mich, die nicht irgendwie aus Troll erstellt worden ist. Also ich sag mal, noch selbstkritischer kann man ja kaum sein, ne? Andere Meinung haben, aufgeklärt sein, noch überhaupt verstehen, was das Problem war oder wieso er seinen Kommentar nicht sehen konnte. Der weiß es einfach. Weil das war auch geil. Er hat jetzt eine Sache kritisiert an meiner Kritik und das ist jetzt alles gewesen so. Die Spenden lügen. Ja, kommen wir auf jeden Fall noch zu den Geldspenden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich... Boah, Digga, diese Überbelichtung, ne? Die Einnahmen von dem Reaction-Kanal halt auf jeden Fall ja, spenden werde, einmal pro Monat, und das mache ich halt jetzt nicht. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das wirklich sehr krass gehatet wird, und um das halt so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ja, dann spende ich es halt so, ja, habe ich das halt einfach gesagt. Und im Endeffekt feiert das halt jeder so, es kümmert keinen, dass ich da meine Reactions hochlade, alle sind cool damit, und deswegen behalte ich halt das Geld. Du wolltest die Einnahmen aus deinem Kanal KuchenTV Uncut spenden, weil du denkst, dass deine Community scheiße finden wird, was du machst, und dann machst du es halt trotzdem. Du gibst also einen Fick auf deine Community und deren Sichtweise. Hauptsache sagen, dass man die erwirtschafteten Einnahmen spenden möchte, damit das Image reingewaschen ist und man keinen Hate von der eigenen Community abbekommen kann. So viel zum Thema, ich gehe auf Kritik ein, eher ich mache Kritik mundtot, weil man ja nichts gegen Spendenaktionen sagen kann. Die Community ist nun mal das, was dir das alles ermöglicht hat auf dieser Plattform. Ja, also ich sag ja auch immer noch, dass es halt nicht der beste Move war. Ich hatte damals einfach keinen Bock, irgendwie mich mit so einer Scheiße auch noch zu beschäftigen, was aber rückblickend halt auch komplett dumm ist. Also ich glaube, ich werde einfach viel mehr für meine Placements teilweise gehatet, als wenn ich jetzt Reactions gemacht hätte, so. Ja, war halt einfach dumm, wie ich das damals gemacht habe, halt absolut richtig, gebe ich halt auch ganz offen zu. Habe ich natürlich gelogen, hat er an sich halt recht, finde ich aber, wie gesagt, halt auch überhaupt nicht schlimm, so, weil ich habe ja zum Glück halt auch niemanden jetzt explizit Geld oder sowas versprochen und habe dann ja auch direkt gesagt, jojo, sehe ich halt doch nicht so irgendwie, dass ich mich, ja, also dass ich das Geld halt lieber weggebe. War auch generell dumm, aber ich muss auch ehrlich gesagt auch zugeben, ich bin auch davon ausgegangen, dass es viel weniger Geld wird. Also es ist echt krank, was man mit so einem Reaction-Kanal verdient. Also das sehe ich wirklich auch bei allen anderen, die da Reactions machen, also ne, man hat ja auch Kontakt zu einigen Leuten und der, wenn ihr sehen könntet, was die halt teilweise damit verdienen, also das ist schon das ist hart, Digga, wirklich, das ist echt krank, also alleine bei mir, also ich drücke auf Start, reagiere auf das Video, drücke auf Stopp, lade das hoch und krieg dann $8,000 dafür im Monat, so, ne, das ist so, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie heftig das ist, und ja, ich weiß nicht so, das ist halt, ja, Hat er an sich natürlich recht, aber ich finde jetzt nicht, dass man mir das so krass negativ auftun kann. So. Ich meine, ich hätte das vielleicht auch so nebenbei nochmal kritisiert, aber er tut ja so, als wenn ich jetzt meine komplette Community belogen hätte. Und sowas zu schreiben wie, ich mach's ab jetzt nur noch mir recht, sehe ich halt wirklich sehr kritisch. Nein, du machst den Kanal, weil du damit mehr Geld verdienen möchtest und anderen Leuten das Geld nicht gönnst, welches sie durch die Uploads deiner Streamausschnitte verdient haben. Aber wenn es dann doch nicht so ist, dass du gehatet wirst... Ja, guck mal, das ist auch wieder dumm. So, warum gönne ich denn den Leuten nicht so? Dass AustriaFuck1 das gemacht hat, ist ja auch cool und so weiter. Also habe ich ja auch im Endeffekt kein Problem mit gehabt und der hat bestimmt ganz gut verdient. Es gibt sogar Chatverläufe von uns. Ich habe ihm auch irgendwann mal so geschrieben, jo, wir machen halt jetzt so 50-50, ne? Weil das macht ja zum Beispiel Monte mit seinem Die Crew, also mit richtiger Kevin und Die Crew auch, ne? Dass er sich halt, also dass er einfach was davon abbekommt. Und ich dachte so, ey, das will ich auch machen, so, ne? Weil der kann das da machen, verdient daran Geld, ich krieg dann quasi einen Teil von seinen Einnahmen und dann haben wir ja quasi eine Win-Win-Situation. Ich habe damals dann aber auch so, sogar direkt danach so gesagt, komm, Digga, weiße Scheiß drauf, behalt einfach das Geld. So, weil ich auch gar keinen Bock drauf hatte, irgendwie dann jeden Monat, weiß ich nicht, ihm eine Rechnung zu schreiben oder dass der mir da Geld überweisen muss oder sonst irgendwas, dann dachte ich so, ja, komm, behalt das einfach. So, aber natürlich denkst du auch so ein bisschen wirtschaftlicher, so, ne, und denkst dir natürlich auch so, warum mache ich das eigentlich nicht selber? So, also AustriaFuck hat ja im Endeffekt genau das Gleiche gemacht wie ich, außer dass er hat wahrscheinlich die Streams runtergeladen, hat sie dann bei Premiere Pro reingezogen, hat dann die einzelnen Videos rausgecuttet und hat's hochgeladen. Und ich habe ja sogar noch weniger Arbeit, weil ich kann hier an meinem Stream Deck auf Start drücken, reagiere, drück auf Stopp, lade das hoch. Also warum sollte ich das nicht machen? So, es ist ja faktisch gesehen halt doch einfach, es ist ja dumm, das nicht zu tun. Rein wirtschaftlich gesehen, weil es für mich keine Arbeit ist. Ich damit aber, selbst wenn ich nur $1,000 mache, so, dann sind das halt $1,000 mehr im Monat durch quasi nichts, außer dass ich das halt hochladen muss. Ne? AustriaFuck hat auch bestimmt 100 Subs verschenkt. Stimmt, und er hat dafür auch immer wieder Subs verschenkt. Ne? Dann ging ja auch was in die Community rein. Also von daher fand ich das halt in Ordnung.
Aber irgendwann fragt man sich, wie gesagt, auch selber, warum mache ich das eigentlich nicht? So, es ist ja dumm, das nicht zu machen, wenn ich es könnte. So. Und dann hatte ich halt den Dings-Kanal noch, hier, wie heißt es denn, KuchenTV Uncut, und habe mir dann auch gedacht, so, jo, Bro, nutz den doch einfach. Ne, das war ja vorher der Le-Ei-Kuchen-Block X und der KKB-Kanal, dachte ich so, ja, mache ich da halt einfach, ne? Also, ich weiß nicht, dann auch zu sagen, ja, ich habe ihn halt einfach nicht gegönnt, also. Da würde mich zum Beispiel auch interessieren, wie kommt denn Feiergoden darauf? Wie du erwartet hast und jemanden besänftigen oder dein Image reinwaschen oder eher gesagt reinspenden musst, dann ziehst du diese Aussage einfach mal zurück und spendest das Geld doch nicht. Wenn ich sowas sage, beziehungsweise wenn ich sowas hinterrücks plane, dann stehe ich doch erst recht zu meinem Wort. Jo, Julian Bam und C haben teilweise im Gespräch ein bisschen über dich geplaudert, falls du es schon wusstest. Das hat mir, glaube ich, irgendwer geschrieben, aber was genau die gesagt haben, weiß ich nicht. Gott, was ist denn das? Das sind, glaube ich, gerade $750 oder so, die ich da habe. Wir können gerade mal gucken, 800. Es sind gerade genau $800, die ich damit eingenommen habe. Und da, also, keine Ahnung, ich weiß selber, dass das menschlich kacke ist, aber da sage ich selber, das ist mir zu viel Geld. Ja, Tim, 800 Euro, das ist eine Menge Geld, aber davon hast du Geld unter anderem erwirtschaftet, weil du öffentlich meintest, dass du es spenden möchtest. Das wahre Gesicht deines Mannes zeigt sich, wenn er reich ist. Du konntest aber mal wieder nicht zu deinem Wort stehen, weil du egoistisch bist und Geld über dein Wort und deine Werte stellst. Scheinbar ist es bereits. Also an sich hat er ja recht, ne? Ich habe das ja dann extra, also ich habe das ja jetzt tatsächlich nicht gespendet. Also klar, die Aussage an sich ist halt richtig, aber ich denke, gerade bei sowas zeigt sich halt einfach nicht das wahre Gesicht. Also keine Ahnung, ich unterstütze teilweise Freunde auch gerne mal mit Geld, wenn die irgendwie Probleme haben oder so. Ich unterstütze, keine Ahnung, meine Mutter, ich unterstütze Gina und so weiter. Also ich bin jetzt niemand, der privat jetzt so komplett knauserig ist. Ja, also ich habe zum Beispiel auch vorletztes Jahr jetzt einen Freundeskreis gehabt. Da habe ich halt selber mit Leuten zum Beispiel gechillt. Das sind halt alle Studenten gewesen so. Und dann hatte ich halt mega Hunger und dachte so, ja, okay, ich bestelle mir jetzt was zu essen. Keiner wollte mitmachen. Dann habe ich halt voll auf dann auch was mitbestellt. So, ne? Da habe ich halt, keine Ahnung, mal 50 Euro halt bezahlt und die konnten halt dann einfach mitessen. So, ne? Also ich weiß nicht, das Ding ist, Feiergurten versucht ihr halt einfach, mich natürlich halt sehr schlecht hinzustellen, aber ist natürlich halt eure Sache, was ihr halt denkt, aber ich kann euch sagen, dass es halt einfach halt nicht so ist, ne? Und das gebe ich auch heute noch offen so zu, 800 Euro jeden Monat zu spenden, ist mir halt zu viel. So, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Millionär wäre und ich würde im Lotto gewinnen, dann könnte man sich das überlegen, so, oder dann würde ich wahrscheinlich auch generell Formate machen, wo ich einfach Leuten mega viel Geld gebe, weil das ja dann mir auch wieder Geld gibt und so, aber 800 Euro in dem Zeitpunkt zu spenden, wo ich halt insgesamt vielleicht 5.000 Euro verdient habe, war mir halt zu viel. So, ne, YouTube ist nicht für immer, das darf man nicht vergessen. Es ist super wichtig, dass du dir mit YouTube eigentlich ein zweites Standbein aufbaust und dafür brauchst du halt das ganze Geld. So, und dann gebe ich nicht 800 Euro im Monat weg, wenn ich nichts habe. So, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt gar nichts, Mann. Ich hatte keine Aktien, ich hatte keinen Merch-Shop, ich hatte nur einen Kanal, der gelaufen ist, ne? KuchenTV Uncut lief da ja noch nicht. $800 halt, was okay ist, aber jetzt nicht so, bevor man leben kann. Und dann habe ich halt gesagt, ja, habe ich keinen Bock drauf, so, ne? Gebe ich halt auch ganz offen zu. Ganz bewusst geworden, weil du sagst, dass das Zitat menschlich kacke ist. Diese ekelhaften Hintergrundgedanken zu haben, um an das Geld zu kommen und deine Community ruhig zu halten und dann noch die Einsicht, dass es verwerflich und menschlich kacke ist, zeigt, was du für ein Mensch bist. Und da kommen wir direkt zu deiner Lüge, dass YouTube ja nur ein Hobby sei. Das ist halt so dämlich, Alter. Und das fuckt einfach mega ab. Und da sage ich auch ganz offen, dass das für mich einfach der Ausgleich für den KuchenTV-Kanal ist. So, und das ist immer noch zu wenig. Ach so, du machst den KuchenTV-Uncut-Kanal also nur mit so vielen Werbung voll, weil es der finanzielle Ausgleich für deinen KuchenTV-Kanal ist, wenn YouTube ein Problem mit der Werbefreundlichkeit eines Videos hat, was auch bei jedem anderen YouTuber der Fall ist. Na, wenn du die Person bist, die davon profitieren kann, dann bloß weiter so, lieber KuchenTV. Ich sag mal so, ich könnte Dinge machen in der Zeit, wo YouTube-Videos erstelle, die würden mir finanziell mehr bringen. Das muss ich für mich auch irgendwie lohnen. Junge, was laberst du da? YouTube ist immer noch irgendwo. Ich finde auch nicht, dass ich jetzt zu viel Werbung mache. Also ich finde die Werbeanzeigen, die ich halt benutze, noch im Rahmen auf jeden Fall. Also jeden YouTuber, den ich kritisiere, der nutzt halt 3/4 mehr als ich so. Und es ist natürlich klar, dass jetzt zum Beispiel bei einem KuchenTV-Uncut-Video einfach grundsätzlich mehr Werbung drin ist, weil die Videos einfach länger gehen. Ich meine, die Reaction hier wird am Ende bestimmt zu 1,5 Stunden gehen oder so. Und keine Ahnung, da mache ich dann 20 Werbungen rein oder so. Aber runtergerechnet sind das dann vielleicht pro 10 Minuten eine Werbung oder pro 8 Minuten oder so. Also ich finde das dann so runtergerechnet, finde ich das halt noch komplett in Ordnung. So, und das ist halt auch immer das Problem, was ich auch da kritisiert habe. Die Leute gucken halt nicht auf die Länge. So, es ist ja ein Unterschied, ob ich in einem
weiß nicht, ob ich in einem 8-Minuten-Video ist das gleiche, wenn ich in einem 8-Minuten-Video halt 2 Werbungen mache oder zum Beispiel in einem 16-Minuten-Video halt 4 Werbungen. So, das Problem ist, die Leute sehen halt hier diese gelben Blöcke und wenn das Video 44 Minuten geht und hier sind 10 oder 12 Werbungen drin, da sagen wir mal 10 oder sagen wir mal 8 oder so, dann denken sie sich auch so, ja, wie viel Werbung ist da eigentlich drin? So, aber auf die Länge gesehen, also auf jede einzelne Werbung runtergedingst, ist es halt genauso viel wie in allen anderen Videos. So, und das checken halt viele einfach auch nicht, ne? Ein Hobby. Muss jetzt ein Hobby, was dir Spaß macht, sich zwangsweise am meisten lohnen? Aber zum Einpennen schon mühsam, die Werbungen. Ja, aber wenn du eingeschlafen bist, verdiene ich dann noch mehr, weißt du, weil dann die ganze Zeit meine Videos laufen und ich dann abcashe, so. Aber was? YouTube ist für dich ein Hobby, Tim. Bist du dir da so sicher? Ich würde sagen, dass YouTube keine herkömmliche Arbeit ist, weil sie dir Spaß macht. Aber in deinem Fall lebst du ausschließlich von YouTube und du hast Fixkosten, die du durch deine YouTube-Einnahmen bezahlst. Natürlich geht es dir ums Geld und darum, dass sich das Ganze rentiert. Ansonsten könntest du das keineswegs in dem Ausmaß machen. Wenn du jetzt behaupten willst, dass dir deine Haupteinnahmequelle, worauf dein gesamter Lifestyle basiert, egal ist, dann lügst du. Und damit lügst du nicht nur deine Zuschauer, sondern vor allem dich selbst an. Du würdest keine Placements annehmen oder ähnliches. Zum Beispiel für gewisse Erwachsenenseiten, wo du dich nicht mal traust, den beworbenen Link in die Videobeschreibung zu packen. Woran das wohl liegen mag, vielleicht weil YouTube das nicht... So, warte, ich geh nochmal zurück. Also erstmal mit dem, ist YouTube ein Hobby für mich oder nicht? Also für mich halt schon. So, ich weiß nicht, ich habe Spaß daran, diese Videos zu machen. Klar, es ist auch irgendwo mein Job. Ist ja auch klar, ne, keine Frage. So, wenn ich jetzt keine Videos machen würde, dann würde ich auf der Straße landen. Irgendwo ist es natürlich halt der Job, aber trotzdem sehe ich halt YouTube zu einem großen Teil immer noch als Hobby so. Also ich mache das gerne so. Ich stehe auf und bin voll oft mega motiviert, habe richtig Bock, Videos zu machen und sage mir nicht so, oh scheiße, ich muss schon wieder ein Video machen, was mache ich denn jetzt? So, und ich sehe da auf jeden Fall halt so einen Unterschied drin, ob man diese, wenn ich jetzt YouTube komplett als Job sehen würde, glaube ich, weiß ich nicht, dann würde man das sicherlich irgendwie anders aufziehen so. Ich weiß selber nicht, was ich ändern würde, weil ich es halt nicht so sehe, aber ich denke mal, es gibt auf jeden Fall Dinge, die man halt viel businessmäßiger und wirtschaftlicher halt machen könnte, so. Hundertprozentig, dass man die ganze Zeit irgendwas in den Videos pusht oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja tausende Möglichkeiten und, ja, wie gesagt, also ich persönlich finde halt, dass es ein Hobby ist. Klar, es ist auch mein Job. Ich persönlich sehe es aber nicht als Job, obwohl man natürlich trotzdem froh ist, wenn man hier mehr Geld verdient, so. Keine Frage, also man freut sich ja, wenn sich das Hobby auszahlt. So, und wenn ich jetzt auf einmal 30.000, 40.000 Euro im Monat mache, dann kann das doch genauso ein Hobby sein, wie wenn ich jetzt 1.000 Euro mache. So, es macht mir ja trotzdem Spaß. Es macht dann sogar mehr Spaß, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Dich selbst an. Du würdest keine Placements annehmen oder ähnliches. Zum Beispiel für gewisse Erwachsenenseiten, wo du dich nicht mal traust, den beworbenen Link in die Videobeschreibung zu packen. Woran das wohl liegen mag, vielleicht weil YouTube das nicht so geil finden wird. Vielleicht weil du vor Minderjährigen baitest, dass sie schauen sollen, ob sie dich im Erwachsenenfilm sichten können. Das Ganze dreimal im Video. Ich meine, ich würde euch das Video gerade gerne zeigen. Aber es ist ja was passiert, womit wir hätten rechnen können. Kuchen hat das Video runtergenommen. Eventuell, weil er sonst nicht wieder ins YouTube-Partnerprogramm kommt und noch weniger Geld verdient. Guck mal, das zum Beispiel ist auch schon wieder gelogen, wo ich mir auch denke, jo, woher nimmst du eigentlich deine Informationen? So, das wurde nicht wegen sexuellen Inhalten entfernt, sondern wegen Betrug, lustigerweise. So, und klar, dieses Placement kann man auf jeden Fall kritisieren, keine Frage. Das hat auch nicht jedem gefallen, finde ich auch komplett in Ordnung. Ich muss immer noch sagen, also ich habe tatsächlich schon mit Kollegen mal drüber geredet, mal so ein Porno zu drehen. Also jetzt nicht so als ernsthaft im Sinne von, jo, wir machen das jetzt, sondern einfach nur, jo, was würdest du drehen? So, weißt du? Und da habe ich zum Beispiel halt auch voll viele Ideen gehabt. Ich habe auch noch eine viel geilere Idee gehabt, das war denen aber zu aufwendig, man. Dafür hätte ich locker auch einen Preis gekriegt, das sage ich euch. So, das Ding ist halt aber einfach, das wurde wegen Betrug gelöscht, weil YouTube halt Fandorado generell nicht so sehr mag. Muss man halt auch einfach sagen, so feiern die halt nicht. So, und das Ding ist halt, dass Aaron tausende Placements mit dem macht, Katja Krasavitsch tausende Placements mit denen, Master Scorpion hat sogar zur gleichen Zeit für genau die gleiche Sache mit quasi genau dem gleichen Videoinhalt geworben und ich habe es auch gemacht. Und wer wird dann entfernt? Ich, als Einziger. So, wo ich mir denke, also es kann doch kein Betrug sein, wenn es auf YouTube noch 30 Videos gibt, die teilweise Millionen von Klicks haben und keins davon wird gesperrt, aber YouTube entfernt meins ganz plötzlich für Betrug oder was? So, wo ich mir dann auch so dachte, Alter, wollt ihr mich verarschen? So, what the fuck, was soll das, Alter? So, ne, ich habe dann auch eine Gegendarstellung eingereicht. Ich weiß nicht, ich glaube auch Aaron und so hat dann geguckt, was geht, aber YouTube hat da halt nicht mit sich reden lassen. Wo ich mir aber auch denke, Bruder, also, da müsst ihr doch aber auch jedes andere Video striken lassen. So, das Video von Master Scorpion hatte 10-mal so viele Klicks und war exakt gleich aufgebaut wie meins mit der Werbung.
juckt YouTube nicht so. Ist anscheinend komplett in Ordnung. Habe ich auch gedacht, ach komm, Digga, halt einfach dein Maul, ey. Naja, aber das Geld fürs Placement ist trotzdem geflossen. Das ist mir relativ egal, ob du selbst sagst, dass du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Allein der Fakt, dass du es runternimmst, zeigt ja schon, dass du dich irgendwie doch nicht damit identifizieren kannst, wie du es vorher vorgegeben hast. Das war ein Placement, wo du dich nicht informiert hast, dass Inkasso-Unternehmen dahinter stecken sollen, die Rechnung aus dem Nichts... Ja eben, sollen. Erfinden sollen und durchweg schlecht bewertet worden sind. Einmal. Aber es ist doch auch klar, dass solche Seiten schlecht bewertet werden. So, das wirst du immer finden. So, guck alleine mal, wie Gerichte bewertet werden. So, ihr müsst mal bei Google irgendein Gericht eingeben. Ich weiß, ich glaube sogar, das Amtsgericht Braunschweig hat auch richtig schlechte Bewertungen. Ich habe mal geguckt, ich wollte nämlich so ein Video draus machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da draufklicken kann. Ich habe keinen Bock, dass man jetzt irgendwie was von mir sieht oder so. Okay, ich gehe jetzt einfach mal das Ding ein, dass da nicht meine Adresse steht, okay? So, zum Beispiel das Amtsgericht hat 1,9 Sterne. So, das liegt ja nicht daran, dass es halt schlecht ist, sondern dass Leute, die halt da schuldig gesprochen werden, immer das Gefühl haben, dass sie halt unfair behandelt worden sind. So, und diese Leute, die da halt reinschreiben, so, jo, die haben einfach so Geld abgezogen. Digga, das sind 100%. 100% sind das Leute, die sich da angemeldet haben, dann vergessen haben, das Ganze zu kündigen und jetzt denen die Schuld geben, weil die sich halt selber nicht damit, also was heißt nicht damit befassen wollen, aber halt nicht einsehen wollen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sondern dann geben die anderen die Schuld. Und das ist halt hier genau das Gleiche. Du wirst hier hunderte Bewertungen finden, so, du wirst hier hunderte Bewertungen finden, wo die Leute Fehler gemacht haben, die aber dann da irgendwas falsch gemacht haben und das nicht selber zugeben wollen und das deswegen schlecht bewerten. So, und ja, und deswegen sehe ich das halt auch so halt relativ schwierig, einfach nur zu sagen, ja, okay, die Bewertungen sind halt ein bisschen schlecht, deswegen ist es halt jetzt gut oder schlecht, gerade bei sowas. Ne, klar, also, wie Fandorado das macht mit dem Schnupperkurs und so, ist eine Sache, die man auf jeden Fall kritisieren kann, keine Frage, stehe ich auch komplett hinter, ne, keine Frage. Gibt bestimmt viele Leute, die sie das halt machen und dann halt vergessen zu kündigen. Schwierig, ne, aber da muss man halt auf sowas achten. Und ich meine, du musst mindestens 18 sein. Und ich sehe das immer noch so, wenn du 18 bist, dann solltest du es hinkriegen, Verträge richtig zu kündigen. So, du holst dir diesen Schnupperkurs, hast dir das Video geguckt, was du gucken wolltest, schreib direkt eine E-Mail hin, ist es abgehakt. So, dann schieb diese Dinge nicht auf oder mach dir wenigstens irgendwie einen Wecker oder so in einer Woche. Eine Bewertung, ich muss dahin. Mal recherchieren hätte gereicht, um das zu finden. Aber es geht Kuchen davon natürlich nicht ums Geld. So, oder vor allem, er sagt selber, das soll so sein. Dann zeigt er die Bewertungen und sagt dann, ja, du hättest ja nur recherchieren müssen, dann hättest du das ja gewusst. Ja, aber man weiß ja gar nicht, ob das so ist. Genau, und es ist ja bei allen Streaming-Diensten halt genau das Gleiche. Ne? Du kriegst halt erstmal was zur Probe, kostenlos. Und wenn du es dann nicht kündigst, dann musst du halt dafür zahlen. Das ist bei Amazon und Netflix und so weiter genau das Gleiche. So, aber da geht's nicht um Pornos oder so und deswegen ist dieses Porno-Industrie-Ding einfach komplett, komplett böse. Oder weitere Einnahmequellen. YouTube ist nur ein Hobby und ein Hobby muss ja nicht sonderlich viel Geld abwerfen. Ich kann mich hier einfach nicht kreativ ausleben, weil es ist nur... Ja, wie gesagt, es ist ja halt dann trotzdem Hobby so. Klar, ich lebe davon und ich versuche natürlich auch hier wirtschaftlich gut aufgestellt zu sein, das ist richtig. So, aber trotzdem ist es für mich immer noch ein Hobby. So, man kann beides tatsächlich auch miteinander verbinden. Mein Job. Ist ja nur ein Hobby, aber plötzlich dann doch dein Job. Der Umschwung kam aber ziemlich schnell. Sogar ein Job, bei dem du dich scheinbar nicht mehr kreativ betätigen kannst, weil du darauf angewiesen bist, dass Videos gut geklickt werden müssen. Sonst kannst du... Ja, es ist ja auch so. Aber es macht mir ja trotzdem Spaß, auch wenn ich mich nicht kreativ auslebe. So, hä? Nämlich nicht davon leben. Du machst folglich also den Content, der gut ankommt, auf den du aber nicht zwangsweise allzu viel Lust hast. Ein Hobby, was dir Spaß macht. Wobei ich tatsächlich auch momentan sagen muss, also ich mache tatsächlich auch einfach das, worauf ich gerade Bock habe. Also vor allem diese Kuchen-Talks, weißt du, diese Fails und so weiter, fühle ich halt gerade nicht mehr so. Da finde ich auf jeden Fall die Videos, die ich jetzt gerade mache, halt wirklich deutlich besser, die Kuchen-Talks, weil ich denke, das liegt mir auch mehr. Also ich weiß nicht, das ist halt, du kannst halt mit deinem Hobby Geld verdienen und du kannst auch dein Hobby so aufbauen, dass du halt Geld damit verdienst. So, also ich finde jetzt nicht, dass das halt sich irgendwie miteinander neckt. Und klar, er hat natürlich recht. Also ich versuche natürlich trotzdem halt auch, wie gesagt, hier wirtschaftlich halt um die Runden zu kommen. Und klar, dann kann ich mich vielleicht nicht wirtschaftlich dann kreativ so ausleben, wie ich halt möchte, weil ich weiß, okay, das würde meinem Kanal halt schaden. Ich habe ja zum Beispiel auch hier diese eine Folge, wie heißt das denn? Was ist denn hier losgedreht? Und die hatte halt, das war das Video, was, glaube ich, von mir bisher in den letzten 2 Jahren am schlechtesten angekommen ist. Obwohl ich halt persönlich sagen muss, dass das halt auch also schon sehr lustig war. Außer, dass ich natürlich die Kameraeinstellung wieder nicht so ganz hinbekommen habe. Ich gucke hier gerade, ob ich das irgendwie öffnen kann, aber YouTube lädt gerade irgendwie nicht.
vor 2 Jahren, vor einem Jahr, stimmt, hier. Ja, da habe ich sogar extra Montana Black in den Titel geschrieben, da hat das gar keine Aufrufe bekommen. Ich meine, jetzt geht's. So, aber klar, dann kommt so ein Format halt weniger. Ne, sind voll viele Schnitte drin, wir sind draußen rumgelaufen. Ne, ich habe hier Einspieler gemacht, wie sonst irgendwas, irgendwelche Gags eingefügt, bla bla bla. Wir haben am Ende hier sogar noch so ein Fight gehabt. Oh ja, Digga, das ist geil. Ah, heftig, Alter, das habe ich gefeiert. Junge, wie viel Nerfguns ich einfach habe, oder? Ich schwöre, der ganze Keller ist voll mit Nerfguns. Mega. Nein, Daniel! Oh mein Gott, Gott, nein! Sag der Welch, Hackshunden sind besser als Futter. Oh mein Gott, nein! Du Monster! Fick dich! Digga, ich habe einfach so ein Ding hier. Das kostet halt 200 Euro oder so, Mann. Habe ich einfach geholt. Siegerstor! Ja! Geil! Aber wer staubsaugt denn jetzt? Nein! Fertig, ja, Leute, geil. Outing! ich feiere das, Digga, ich feiere das. So, aber sowas zum Beispiel kam halt überhaupt nicht an, so, das hat halt so 0 Klicks gekriegt, so, und natürlich mache ich mir dann halt nicht unbedingt die Mühe, sowas halt neu zu machen, weil es halt sich für mich nicht lohnt und solche Videos halt auch noch einfach mega aufwendig sind, so, ne? Also, keine Ahnung, wir haben sogar richtig schnell draußen gedreht, weil es halt dunkel geworden ist. Ich glaube, wir haben trotzdem so 2 Stunden gedreht, und drin auch nochmal irgendwie 1 Stunde oder so. Dann habe ich noch andere Szenen reingemacht, die ja auch Zeit gebraucht haben, das Skript geschrieben und so weiter. Also da ist schon auf jeden Fall gut Zeit gedingst so. Was ich auch mega lustig fand, ich habe hier so eine Rede gehalten. Das will ich euch noch zeigen. Ja, wir haben Zeit. An diesem historischen Abend versammelt. Ja, auch mein altes Video. Der Staubroboter seine Machtposition in einer Welt der Technik zu entreißen. Vergesst nicht. Was ich hier auch mega nice fand. Wir haben uns in so einer Reihe aufgestellt und sobald du nicht mehr im Bild warst, bist du wieder gelaufen und hast dich quasi wieder vorne angestellt, damit das einfach nach mehr Leuten aussieht. Lernt aus euren Fehlern und macht sie kein zweites Mal. Befreit euch von Dingen, die euch belasten. Das, meine Freunde, ist Alpha. Feier ich auf jeden Fall. Jetzt da sind dann so 3 Leute. Buch. Leute, hebt die Waffe. Ich weiß nicht, Digga, ich feiere das Video einfach, ne? Hätte ich Bock auf jeden Fall noch eine neue Folge zu machen. Macht sich zwangsweise am meisten lohnen, oder was? Ach ja, ist übrigens nur ein Hobby, ne? Also, wenn es nur ein Hobby ist, dann müsstest du dich aber gar nicht darüber aufregen, dass YouTube dich aus dem Partnerprogramm wirft. Ich meine, ist ja nur ein Hobby. Geld steht dir keineswegs im Mittelpunkt. Ja, wie gesagt, er reißt es halt komplett aus dem Zusammenhang, um halt irgendwie Punkte gegen mich zu haben. Ich weiß nicht, das finde ich einfach generell sehr, sehr schade, um ehrlich zu sein, weil ich persönlich sehe es halt so, klar gibt es Dinge, die man bei mir kritisieren kann, auf jeden Fall, da bin ich bei euch, ne, gibt es glaube ich bei jedem, wäre komisch, wenn nicht. So, aber zum Beispiel so ein Feiergut macht dann halt so ein 44-Minuten-Video, wo er halt Dinge komplett aus dem Zusammenhang reißt. Ich weiß nicht, Digga, das fühle ich halt nicht. Das ist nur ein irrelevanter Nebenpunkt. Weil wir müssen uns mal beeilen, ne, Alter, 57 Minuten auf 17 Minuten. Ich meine, das Hobby, das muss ich ja gar nicht rentieren. Da mein Kanal gerade gar nicht mehr so gut läuft, habe ich mich dann dazu entschieden, die Cake News direkt zu machen, um die geringeren Klicks auszugleichen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Videos dann nicht gerne mache, auch wenn der Grund dafür nicht unbedingt der Spaß war. Kennt ihr diesen Hobby-Moment, wenn ihr nicht unbedingt viel Spaß an den Videos hattet, aber auf Kampf die niedrigen... Naja, ich habe halt einfach Spaß daran. Also Cake News war halt lange Zeit mein Lieblingsformat, lustigerweise. Aber ich hatte das halt da noch nicht geplant, halt zu machen einfach so, sondern das sollte halt erst später kommen. So, und dann habe ich aber nach der ersten Folge auch direkt gemerkt, jo, macht ja doch voll Bock. So, also die erste Pilotfolge quasi gemacht, dann habe ich gemerkt, jo, eigentlich voll geil, ne? So, und dann war natürlich halt der Vorteil noch dadurch, wenn du 4 Videos machst statt 3 in der Woche, kriegst du natürlich nochmal Klicks oben drauf, ne? Klicks dann ausgleichen musstet. Ich kenne ihn nicht. Außerdem bitte ich euch diesmal wirklich, meine Partnerprogramme zu nutzen, damit ich halt jetzt nicht vor dem Nichts stehe und mir erstmal, ja, für den Übergang... Krank, ich weiß auch ganz genau, Alter, habe ich meine Partnerschaft verloren. Das war auch, ich weiß, ich habe das halt gesehen gehabt bei YouTube, ne? Ich habe so aktualisiert auf einmal so, jo, du bist aus dem Partnerprogramm raus. Und ich so, Digga, scheiße. Ist das jetzt ein Bug oder so? Ist das Real Talk jetzt von denen? Und ich dachte mir echt so, boah, scheiße, ne, das ist doch ein Fehler. So, dann habe ich aktualisiert, habe ich so gemerkt, okay, Digga. Die habe ich wirklich rausgeworfen, ne? Aber wie gesagt, also an sich war es ja wirklich das Beste, was mir halt passieren konnte, traurigerweise, ne? Man muss es ja wirklich einfach mal so sagen. Gang halt irgendwie irgendwas suchen kann und mal überlegen kann, was ich denn jetzt eigentlich machen soll. Da kann der Meinungsumschwung aber ganz, ganz schnell hin. Bitte supportet mich, damit ich nicht vor dem Ausstehen. Nutzt meine Partnerprogramme, abonniert meine anderen Kanäle, die Geld... Also jetzt zieht es auch einfach komplett in die Länge. Also ich kann halt nur noch das sagen, was ich halt sowieso schon gesagt habe, ne? Also man kann es ja als Hobby machen und trotzdem davon leben. Und dann steht man halt vor dem Nichts, wenn man plötzlich kein Geld mehr davon kriegt. So ist doch richtig.
zusammenbringen, da ist das Hobby dann auf einmal wichtiger. Ach ja, YouTube ist übrigens immer noch nur ein Hobby, ne? In einem Paralleluniversum warst du nicht weg und wurdest der neue Monte. Also nicht, dass es jemand falsch versteht, Ehre, dass Leute mit ihrer Arbeit Geld verdienen wollen, das ist wirklich unverständlich in der Sicht von KuchenTV. Außer man ist KuchenTV selbst und verdient Geld damit, dann ist es vollkommen in Ordnung. Naja, ich persönlich finde halt immer, dass es drauf ankommt, wie du halt Geld damit verdienst. So, wenn du jetzt halt kompletten Clickbait, wenn du jetzt komplettes Clickbait-Ding und so weiter machst, um halt irgendwie die Klicks zu bekommen, finde ich das halt schon ein bisschen wack. Aber grundsätzlich durch YouTube oder sowas Geld zu verdienen, gerne auch ein bisschen mehr, habe ich halt kein Problem mit. Du willst kein extra Video machen. Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir gehen getrennte Wege. Ich sehe das ähnlich, wie du es sagst. Gehandelt hast du allerdings entgegengesetzt. Während ich in meinem Stream sogar meinte, ich will nicht gegen dich schießen. Weil ich bin jemand, der zu seinem Wort stehen kann. Du hast ohnehin schon so oft dein Wort gebrochen, da müssen wir gar nicht drüber reden, ob man dein Wort überhaupt noch ernst nehmen kann. Spend du lieber mal deine 800 Euro. Bei dir war das Motto nämlich nicht, wir gehen getrennte Wege, sondern wer zuerst schießt, dem wird zuerst zugestimmt. Das kam dann mit deinem ständigen Gestichel auf. Stimmt doch gar nicht, Digga. Ich muss aber einfach sagen, ich bin halt persönlich jemand, ich stichel halt einfach mega gerne gegen alle möglichen Leute. Also wenn du meine Instagram-Stories siehst, also ich fronte da ja auch mega oft rum. So einfach, weil ich halt Spaß daran habe. So, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. So, weil das meiner Meinung nach halt einfach auch schon funny ist. So, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und Feiergoden, dadurch, dass man halt in der Meinungsblogger-Szene ist und ich befasse mich viel mit den Leuten, ich befasse mich auch jetzt in letzter Zeit viel mit den Kleineren, also ich kriege da auf jeden Fall sehr viel mit, gab es bei Feiergoden halt sehr viel Angriffsfläche so, ne? Und dann nimmt man halt irgendwelche Insider auf, man nennt halt Dinge, die man mal fronten möchte, die man einfach aufschnappt, ja, also sein ganzer erfolgreicher Denken-Kanal zum Beispiel ist ja schon größtenteils eher unangenehm, ne? Instagram und weiteren Kindergartenaktionen auf YouTube einher. Und dann wunderst du dich, dass wenn meine Person die ganze Zeit Trash-Talk gegen sie hetzt und beleidigt blockiert wird. Ja, Digga, gegen sie hetzt, Alter, Junge. Wenn ihr so wenig nach... Vor allem, er hat mich übrigens auch immer noch blockiert, ne? Nachdenkt, Alpha Kevin und KuchenTV. Dann tut ihr mir echt leid. Der Blog war übrigens ein Test, wie oft ihr am Tag an mich denkt oder mich erwähnen wollt, ihr kleinen Schlingel. Hat dann einen halben Tag bei Alpha Kevin und bei KuchenTV gehalten, bis sie mich wieder unnötig erwähnen oder mein Profil abchecken wollten. Und zack, seid ihr in die Falle reingetappt. Ja, er hat uns halt einfach eine Falle gestellt, so, ne? Was soll man dazu sagen? Also, ist halt immer noch so lächerlich. Ich meine, keine Ahnung, du machst dich halt über jemanden lustig so und dann blockt er dich und du willst dich halt weiter über den lustig machen, weil der halt Angriffsfläche wie sonst was bietet und dann kriegst du mit, er hat dich blockiert. Ja, also wo hast du uns jetzt eine Falle gestellt? So, das verstehe ich nicht so ganz. Ich hoffe, ihr seid auch im Nachhinein stolz darauf, den Beleg für eure Aufmerksamkeitsgeilheit und eurem Wortbruch mit eurem... Bei Insolvenz von Chaos Week war das aber nicht mehr sticheln. Ja doch, aber das war schon sehr hart auf jeden Fall. Also wir haben ja auf Chaos Week dann halt reagiert und da muss ich auch sagen, also ist mir gar nicht aufgefallen, dass das dann doch so krank war. Ich weiß ja, aber bei Chaos Week finde ich das halt immer noch lustig, also gerade sein neues Auto, weißt du. Ich weiß, das Ding ist, ich finde immer noch, Chaos Week hat so eine ultra krasse Ausstrahlung, so mega heftiger Typ und dann kommt er in so einem kaputten Mini oder was der da fährt an, also das ist halt, das ist von Gott nicht gewollt. Das ist von Gott faktisch gesehen einfach nicht gewollt. Followern geteilt zu haben. Ihr habt den Leuten ja nicht mal einen Kontext geliefert, wieso ihr blockiert worden seid. Geschweige denn die Eier dazu zu stehen, was von eurer Seite aus verkackt worden ist. Hauptsache, wer blockt, verliert. Öffentlich gut dastehen und so tun, als wäre man der Gewinner einer Diskussion gewesen oder ich hätte euch blockiert, weil ich Kritik... Ja, deswegen waren wir nämlich die Gewinner einer Diskussion, weil wir Anti-Feiergoden-Allianz gepostet haben. Da haben wir nämlich gedacht, Bro, wir haben gewonnen. Unfähig wäre, auch wenn es ab... Was ist jetzt mit dem Kaffee und Kuchen mit KS? Ja, wollen wir auf jeden Fall machen. Das Ding ist, wie gesagt, der wohnt ja in Österreich... Und ich nicht. Da ist halt das Problem einfach. Also man müsste halt safe für 2-3 Tage irgendwie nach Österreich fahren, bis sich das halt lohnt. Ist immer relativ schwierig halt, seinen Arbeitsplatz irgendwie mehrere Tage zu verlassen. Deswegen, ja, also ich hab Bock. Wird bestimmt irgendwann mal kommen. Keine Ahnung, man hätte das auch während der Gamescom machen können, aber die gab's ja nicht. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze halt so hinkriegen, ne? Absolut nichts damit zu tun hat. Es gibt noch viel mehr, was mich momentan an ihm so nervt. Vor allem, dass der Typ maximal arrogant ist und komplett von sich selber überzeugt. Auch zu uns ist er privat mega arrogant, stellt uns als dumm und Trolle dar, die er nicht ernst nehmen kann. Ja, ich bin arrogant dir gegenüber, weil du meinen Respekt durch die verschiedensten Aktionen nicht verdient hast, lieber KuchenTV. Und was ich hier erwähnt habe, sind nur ein paar Dinge, da gibt's noch deutlich mehr. Du bist in meiner Sicht der Dinge ein absoluter 31er, Tim. Wird ich private Konversationen mit dir offenbaren, dann sehe es für dich aber ganz, ganz dunkel aus. Vor allem, wenn wir uns darauf beziehen, auf welcher Grundlage du mich, Zitat, maximal arrogant nennst. Aber weißt du was, Tim? Ich bin mal so frei und zeig meine Seite des Chatverlaufs öffentlich.
Dein kannst du auch das sehr... Ganze, vor allem das Ganze ist halt auch mega dumm, weil er liegt ja halt trotzdem Teile des privaten Gesprächs und man kann sich auch denken, was ich geschrieben habe. Ich würde gerne in dem Rahmen zeigen, in dem es inhaltlich mit meinem übereinstimmt. Es geht hier nicht darum, private Dinge zu leaken oder ähnliches. Es geht mir darum, einen Kontext für die Thesen zu schaffen, die fälschlicherweise von dir in die Öffentlichkeit getragen und ohne Argumente oder Belege publiziert werden. Du kannst nicht einfach sagen, privat ist er so und so und das als einen Fakt darstellen. Das geht so nicht. Zur Erläuterung des Gesprächs. Klar, Digga, aber ich kann doch sagen, bei mir, wo ich mit ihm privat zu tun hatte, war so und so. Das ist doch richtig. Und des Hintergrunds mal ganz abseits der Zeit. Das Video ist vom letzten Jahr. Anderen Videos und Stories, wo er mich irgendwo beleidigt oder erwähnt hat. Es kam ein Cake News Video erstmal relativ. Digga, was ist das denn für ein Kanal, den ich da gezeigt habe? Ach, meiner, oder? Scheiße. Geil. Ich wollte gerade schon sagen, Digga, wer ist denn so behindert und stürzt so ab, als bin ja ich. Seriös gehalten für seine Verhältnisse. Es ging tatsächlich um normale News. Doch dann wurde die ganz brisante News eingeworfen, dass Kossam Sarah und ich uns an dem Tag getroffen hätten. Nein, haben wir übrigens nicht. Ich bin da nur vorbeigefahren, weil von dort aus die Fähre nach Borkum geht. Dann wurde weiter darüber diskutiert, ob wir denn nun zusammen wären oder nicht. Aber mit Bezug auf ein Video von uns, wo wir drin sagen, dass wir völlig verschiedene Typen sind. Ja, lol, Video offensichtlich nicht mal geschaut, aber danke dir fürs Verbreiten von Fake News und dem Streuen von Gerüchten. Es ging mir nicht mal unbedingt darum, dass Kuchen ein... Feiergoden hat doch selber Kossam Sarah gefragt, ob sie zusammen sind. So. Also, dann verbreitest du doch auch Fake News, auch wenn du es halt als Frage gepostet hast, weil du ja die Antwort halt sowieso schon kennst, so. Bei ihm ist sowas dann halt lustig und bei mir irgendwie nicht, also keine Ahnung. Witz draus machen wollte, wie er es nennt. Das hat eine viel, viel tiefere Hintergrundgeschichte. Ich schreibe, yo Tim, du fragst erst per Instagram-Frage, dann per Instagram-Kommentar, dann per YouTube-Kommentar, dann per Livestream und dann in dem Video noch Kossam Sarah und mir, beziehungsweise behauptest irgendwas. Am Anfang konnte man drüber lachen. Ist halt der Kuchenhumor, habe ich dir an sich nicht übel genommen, aber... Ja, krank, da waren wir auch einfach einkaufen, Mann, das weiß ich noch. Da muss ich beim Einkaufen dann mit dir schreiben. Fällt dir nicht selbst auf, dass du den Bogen langsam leicht überspannst und einfach nur unlustig wirst? Muss halt echt nicht sein, einfach nur eine unkorrekte Aktion von dir. Ich meine, wenn du einen Witz einmal bringst, dann ist er lustig. Wenn du ihn zweimal bringst, vielleicht auch noch. Beim dritten Mal grenzwertig, ja, gut, kann man noch... Also, keine Ahnung, dass Feiergurten das natürlich halt nicht lustig finde, wenn er derjenige ist, auf den sich das halt bezieht. So klar finde er es dann halt nicht lustig. Aber ich sag mal, von meiner Community, auch von den Leuten hier im Chat und so weiter, also ich lese ja so oft noch Kossam Sarah-Witze. Wir selber machen die halt auch noch, also Seltenheiten, aber immer mal wieder, sage ich mal so. Ja, ich weiß, ich finde das halt, ich persönlich finde es halt immer noch halt lustig. So, es kommt immer drauf an, wie man das halt unterbringt und ja, auf was sich der Witz halt bezieht. So, und wenn man da dann halt lustige Fronts oder lustige Witze mitmachen kann, so, dann habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, zum Beispiel heute noch irgendwie Giraffenhals genannt zu werden oder so. Das ist mir halt vollkommen egal. Wichtig ist halt für mich nur, dass es halt lustig umgesetzt wird. Wenn man jetzt einfach nur ankommt und sagt, Giraffenhals, weiß ich nicht, dann fühle ich das nicht so. Aber wenn man wirklich richtig geile Witze oder sowas dazu reißt, Bruder, dann lache ich da und gut ist so, ne? Eventuell drüber lachen, aber es war einfach das siebte Mal. Er hat noch auf anderen Plattformen gefragt, beziehungsweise auf manchen mehrfach. Und da ist einfach nur noch Hirn verbrannt. Vor allem, wenn wir nicht unbedingt den besten zwischenmenschlichen Stand haben. Da bezweifle ich deutlich, ob sowas noch als Humor von ihm gilt. Die Antwort von ihm könnt ihr euch schon denken, wenn ihr jetzt meine zweite Nachricht lest. Vielleicht, weil es ein wenig too much ist, du musst auf gefühlt jeder Plattform einzeln nachfragen und irgendwie Aufmerksamkeit darauf richten. Marvin klärt ein Gespräch, wir reden ganz normal, können uns gut unterhalten, ich denke, die Probleme sind aus der Welt geschaffen und dann kommst du mit solchen Aktionen um die Ecke, vor allem mit so einer Antwort, wo ich mich einfach nur frage, haben wir da echt mit Marvin getalkt? Ob du trollst oder das ernst meinst. Ich sehe da auch keinen Humor mehr drin, ich glaube wirklich, dass du nicht verstehst, was du da machst und warum es keine coole Aktion ist. Verstehe ich halt auch tatsächlich nicht. Die dritte Nachricht von mir basiert auf einer vollkommenen Uneinsichtigkeit des Gegenübers, wie ihr hier auch erkennen könnt. Wenn du so reagierst und das so siehst, haben wir auch nichts mehr miteinander zu reden. Kann mich dann nur von dir distanzieren und damit meine ich nicht nur von KuchenTV, sondern auch von Tim. Daraufhin hat es immer noch nicht verstanden. Ich meinte, ich wolle ihm nicht jegliche Arbeit nachzudenken abnehmen und dass es noch deutlich genug wäre, was ich dort geäußert hätte. Ich meine, wie willst du das klare verfassen? Aber dann kommen halt nur trotzige Aussagen und es wird gesagt, ich sei arrogant. Das ist eine Grundlage, auf der Kuchen mich öffentlich fronten will und ohne Belege arrogant nennt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist halt auch lustigerweise so eine Sache, die halt mal vorgefallen ist und er sagt, ja okay, deswegen nennen wir ihn jetzt arrogant. Also Alpha Kevin hatte dazu ja auch ein Video gemacht, also es gibt ja etliche Gründe, warum wir gesagt haben, dass halt Feierguten halt arrogant ist. So, also das ist ja halt nicht nur eine Sache. Ich gucke ja gerade mal, ich weiß gar nicht, was ich da halt geschrieben habe. Und ja, ich persönlich habe es halt auch echt nicht verstanden, was daran jetzt halt so schlimm sein soll. Beziehungsweise sehe es halt persönlich einfach anders. So, und dann finde ich das doch auch komplett in Ordnung, wenn man da quasi drüber
ja, jetzt so Witze macht, sage ich einfach mal. Also ich sehe da das Problem ehrlich gesagt nicht drin. So, und Max stellt es halt einfach so hin, als ob er derjenige ist, der halt auf jeden Fall recht hat und derjenige, den man halt dann nicht kritisieren könnte. So, obwohl wir da doch einfach auch verschiedene Ansichten haben können. So, und ich glaube, er versteht das halt einfach nicht. Ich gucke hier auch gerade mal, ich glaube, ich habe die Chatverläufe auch leider gar nicht mehr. Also die sind anscheinend weg. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Nummer von Fire Golden halt weder eingespeichert noch sonst irgendwas. Komplett weg. Traurig, Alter. Wir werden diese Chat. Ich hab das auch in der ersten Reaction schon gezeigt gehabt. Also. Du hast es geschafft, argumentativ vollkommen auseinandergenommen und dann mit wenigen Einzelpersonen zu kommen, die das Ganze lustig finden. Eventuell, weil sie es das erste Mal gehört haben, das ist halt noch lächerlicher, als es ohnehin schon ist. Mich haben bestimmt auch schon über 100 Leute angeschrieben und gesagt, dass du scheiße wärst. Weißt du, was der Unterschied ist? Als wir gut miteinander waren, habe ich niemals ein Video gegen dich gemacht, geplant oder ähnliches. Ich beziehe mich hier übrigens auf deine Kunstperson und die Aussagen deiner Kunstperson mir gegenüber, die du teils nicht mal begründen kannst. Ja, private Chats zu zeigen ist natürlich halt ist natürlich eine krasse Kunstfigur, so, ne? Er hat ja die ganze Zeit mit KuchenTV geschrieben, nicht mit Tim, deswegen komme ich vielleicht auch so komisch rüber. Abgesehen davon, weil ich weiß, dass du das hier sehen wirst, ich kann dich auch als Privatperson nicht mehr ernst nehmen, genau wegen solchen Konversationen, die ein absoluter Standard bei uns waren. Da habe ich nicht nur die subjektive Ansicht, dass das, was du als Kunstperson publizierst, scheiße ist, sondern auch als Privatperson, weil du ebenfalls nicht weiter nachdenkst. Wo wir schon beim Veröffentlichen von Chats sind, ja, die in die Öffentlichkeit getragen worden sind, auch nochmal ein Alpha-Kevin. Der traut sich auch nur sein Maul aufzumachen, seitdem er cool mit Kuchen ist. Keine Ahnung, woher die beiden die Internet-Eier genommen haben, aber... Wenn du Chats veröffentlichst oder Inhalte... Ja, ich finde es halt auch lustig, dass er fragt, woher ich die Internet-Eier genommen habe. Ich meine, ich habe Firegolden, glaube ich, direkt nach dem Video gefragt, ob er Bock hat auf einen Kaffee und Kuchen. So, weiß ich nicht, das Ding ist, ich habe ja heutzutage auch gar nichts mehr gegen Firegolden. So, er soll einfach seinen Shit machen, Digga, wenn er erfolgreich ist mit seiner Firma. Alles cool, Digga. Ne, gönne ich ihm so. Ich wünsche auch, dass er damit Erfolg hat, alles nice. Aber er sagt halt ihr, dass ich halt Internet-Eier habe. So, ich habe dich doch im Real Life herausgefordert. So, ich wäre zu dir gefahren oder wir hätten uns an einem neutralen Ort getroffen, whatever so. Und wir hätten einfach eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden halt gequatscht, hätten da ein bisschen geredet. Und dann wären wir halt entweder auf einen gemeinsamen Nenner gekommen oder nicht so. Aber er traut sich halt nicht, mir im Real Life gegenüberzustehen und mit mir halt darüber zu diskutieren. Und wirft mir dann vor, dass ich halt Internet-Eier habe. So. Also ja, ich habe natürlich Eier im Internet, aber ich hätte auch Eier im Real Life, dir das halt ins Gesicht zu sagen, so. Und diese, das fehlt dir halt zum Beispiel komplett. Also, dann kannst du mich doch nicht damit fronten, so. Also, was ist das für ein Front, Digga? Wiedergibst, dann tu das bitte in Gänze, statt Halbwahrheiten zu verbreiten. Zu sagen, ich wäre kritikunfähig, weil ich faktische Belege gesehen habe, mit meinen eigenen Augen, die dem, was du sagst, widersprechen, ist keine Kritikunfähigkeit. Wer würde denn sagen, oh, gute Kritik, ich weiß zwar genau, dass es faktisch anders ist, aber ich nehme diese Kritik natürlich an, weil ich bin ja kritikfähig. Gibst du dich, wird niemand machen. Dann bist du auch nicht kritikfähig, dann bist du ein Ja-Sager oder ein Idiot, der sich unterbuttern lassen möchte. Wenn euer Kollege in der Klasse sagt, dass deine Präsentation scheiße war, weil du auf 10 Folien kein Bild gehabt hättest, aber auf jeder Folie eins war, dann sagt ihr auch, nein, stimmt nicht, du laberst scheiße. Übrigens, nur zur Komplettierung des Bildes, wäre es halt echt nice gewesen, wenn du die Chats veröffentlicht hättest, wo ich dir angeboten habe, gemeinsam ein Video zu machen, obwohl es zu dem Zeitpunkt bei mir lief und bei dir nicht. Und natürlich auch denen, wo ich im Vorhinein auf deine Kritikpunkte... Moin Bruder, Macher, Mutter, also Changes Video auf meinem Kanal. Changes Video auf Firegolden. Eingegangen bin und diese dementsprechend umgesetzt habe. Ich habe dich sogar nach deiner ehrlichen Meinung gefragt. Echt schlimm, wie herablassend ich dich dort behandelt habe. Also da muss man natürlich öffentlich. Ja, was bei Alpha Kevin da passiert ist, weiß ich halt nicht mehr so genau, aber ich weiß so, dass Firegolden hier nicht die Wahrheit gesagt hat. Ich weiß nicht mehr ganz, da müsst ihr meine Reaction nochmal, meine andere sehen, weil wie gesagt, das ist halt jetzt halt ein Jahr her und das betrifft mich auch nicht. Ich weiß aber, dass er da einiges auch wieder weggelassen hat. Ich hatte übrigens nie großartig was von Kooperation mit dir, weil du deutlich kleiner warst als ich und genau dasselbe gemacht hast. Wieso hätte ich dich als direkte Konkurrenz, die 1:1 meinen Videostil hatte, pushen sollen? Wieso hätte ich dir Aufmerksamkeit schenken sollen? Ich sag's dir, weil du zu dem Zeitpunkt korrekt zu mir warst. Jetzt ist es ja offensichtlich nicht mehr so. Du wurdest selbst von jetzt AsiTV gefrontet, dass ich auf YouTube dein Vater wäre. Habe ich nie so gesehen. Falls es aber so sein sollte, dann hat KuchenTV dich hiermit erfolgreich adoptiert. Merkt man daran, wie viel Quatsch Kuchen öffnet. Wir hätten diesen Ausschnitt machen sollen, also zeigen sollen, wo wir uns gesehen haben und dann uns so umarmen und er sagt so, hallo Papa. Und das hätten wir hochladen müssen, das wäre schon lustig gewesen. Vielleicht machen wir das irgendwann. Und ich nachplapperst, vor allem, wenn es um mich geht. Aber du bist ohnehin nur eine Nebenrolle hier, die es nicht mehr verdient hat, groß behandelt zu werden. Ja, mein Problem zum Beispiel mit Firegolden-Videos generell ist halt, das habe ich ja auch bei den neuen Videos halt bei ihm gesagt, ich finde, er ist halt zu sachlich und langweilig so. Das Ding ist, ich finde das mit dem Schnitt halt auch ehrlich gesagt zu anstrengend so. Weil du findest halt random irgendwelche Szenen im Hintergrund, auf die du dich halt nicht konzentrieren kannst, weil die halt sowieso unscharf sind. Dann ist die ganze Zeit irgend so ein komischer Avatar vorne, wo ich mir auch so denke, Bro, was soll das? Also,
Das kann man halt deutlich besser umsetzen, deutlich besser, finde ich. Und es ist halt einfach lang. Ich meine, guck, wir haben gerade mal die Hälfte von dem Video geschafft. Also kommt euch das vor wie 25 Minuten? Okay, nein, weil ich habe ja jetzt auch sehr viel zu gesagt. Aber auch davon abgesehen, ja, das kommt mir halt vor, als wäre das schon eine Stunde gewesen. So, es ist halt zu langweilig mit dem Stil. So, ich finde nicht mal, dass Firegoten so das gar nicht nutzen kann, um geile Videos zu machen, aber der musste halt einfach was ändern. Ich finde, das ist halt deutlich zu langweilig. Aktuell Meinungsfreiraum mir gegenüber kann man ja grob in vier Worten beschreiben. Das, was Kuchen sagt und dann handelt ja auch. Das, was Kuchen macht, ist halt beide Trolle. Community anlügen und Halbweiten verbreiten, so kennt man euch. Gab aber auch eine lustige Geschichte auf der Gamescom, wo Alpha Kevin mit Skyguy ein Foto im Club macht, wo sie einen auf Best Trends machen. Kuchen war an dem Abend übrigens auch dabei, man konnte sehen, wie er mit Alpha Kevin zusammen Bilder in seine Instagram-Story gepackt hat. Für die Leute, die sich jetzt bestimmt fragen, wer denn eigentlich Skyguy ist, den erzähle ich mal ganz kurz, wer das ist. Skyguy ist ein adipöser, geldgeiler und absolut kindischer Minecraft-YouTuber, der versucht mit aller Gewalt so viel wie möglich Fake-Videos zu machen, um möglichst viele Kids das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ist halt mega ironisch, wenn Alpha Kevin Skyguy vorher als einen fetten, geldgeilen Typen beleidigt. Auch wenn er da auf Fork zoomt, weil er wahrscheinlich nicht mehr genau wusste, wer Skyguy ist. Oh, Ace Galaxy Unlimited, Stufe 3 Sub, vielen lieben Dank, Ehre, alle mal Löffel in Chat, meine Freunde, danke sehr. Dennis, herzlichen Glückwunsch. Also zu Skyguy kann man halt alles sagen, außer dass dieser Typ in irgendeiner Weise positiv ist oder so. YouTube und Privatleben sollte man bekanntlicherweise trennen. Darauf wird er sich ja auch safe berufen. Aber wenn du jemanden auf persönlicher Ebene beleidigst und sagst, dass er ein Abzocker ist, was sich auf echt Geld bezieht, dann würde ich trotzdem nicht mit der Person abhängen und ein Herz hinten dranhängen, als wäre man der größte Homie. Alpha Kevin und Kuchen schaden ihm in der Öffentlichkeit schließlich geschäftlich, was sich auch auf sein Privatleben und seine private finanzielle Situation auswirken wird. Und wo wir schon bei einer finanziellen Situation sind, können wir uns gleich mal der von Kuchen widmen. Ja, ich weiß nicht, also klar, das kann man Alpha Kevin da auf jeden Fall vorwerfen, ne, dass er ihn da halt so beleidigt hat, so klar. Kommt natürlich halt so ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich trenne das halt auch. Also ich habe zum Beispiel auch während der Gamescom mit Skyguy und Forks halt mega lange geredet, irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas draußen, ne, vorm Club. Haben wir einfach gequatscht, so, ne, einfach allgemein, ohne jetzt irgendwie Beef zu haben oder so. Also ich finde halt, privat sind die halt mega korrekt. Klar, ich feiere deren Content und deren Inhalt in den Videos halt auch immer noch nicht so. Ich glaube, dass wird sich halt auch nicht ändern, da kommt man halt nicht auf einen Nenner. Aber ich sag mal, wenn die halt im Real Life nett zu mir sind und man sich halt ein bisschen unterhalten kann, ey, dann ist das für mich komplett in, also nicht in Ordnung, was die halt auf YouTube machen. Aber dann kann ich doch privat mit denen halt da, was weiß ich, auch mal ein Foto machen oder kurz mit denen chillen oder quatschen oder sonst irgendwas. Habe ich jetzt ehrlich gesagt halt kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Ich immer der Vor allem auch lustigerweise habe ich denen schon gesagt, das war ja zu Gamescom, das war ja. Ich glaube, das war ein halbes Jahr. Oh, du bist Maske, Ehre, dankeschön. Das war ja, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor ich meine Dings bekommen habe, meine Steuerschulden. Und ich habe denen da schon gesagt, so, jo, also ich habe nicht genug Geld für die Steuern, die ich halt zahlen muss. Also ich bin da komplett ripped, wenn das kommt. Und war ja dann auch so. Oder hatte ich da schon Schulden? Das war Gamescom letztes Jahr, ne? Nee, ich glaube, kurz danach kam das. Oder hatte ich das schon? Ich weiß gar nicht. Nee, das war kurz bevor die gekommen sind, stimmt. Und dann, genau. Meinung, dass Geld Menschen nicht verändert, sondern es zeigt halt einfach den wahren Charakter der Person. Geld zeigt den wahren Charakter einer Person, beziehungsweise verstärkt ihn. Da gebe ich dir... Was bringt hier 3 Sub mehr Geld? Vollkommen recht. 800 Euro waren laut eigener Aussage so viel Geld für dich, dass du sie nicht spenden wolltest, auch wenn du diese... Aber ist ja eigentlich bodenständig von mir, dass ich 800 Euro als viel Geld erachte. Ich meine, es gibt locker Leute, jetzt so ein... Weiß nicht, so ein Bill Gates würde sagen, ja komm, behalte. Aussage vorher öffentlich getätigt hast. Dass etwa 500 bis 700 Euro von Superchat-Spenden aus... Krank, Alter, ne, Junge, das war auch ein leckerer Monat. Wobei, gut, jetzt sind die halt doppelt so lecker, also auch cool. ...aus dem Stream kommen, also danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Aber das sind halt keine Werbeeinnahmen und die können natürlich jederzeit wegfallen, wenn jetzt plötzlich jeder sagt, ach, dir gebe ich kein Geld mehr. Also die hängen echt komplett an euch. In diesem Video hier zeigst du, wie viel Geld du mit dem Kanal KuchenTV verdient hast. Das ist deutlich mehr als 800 Euro und da kannst du nochmal ganz grob gesagt eine Null dranhängen. Und diesen Betrag wirst du durch den Rauswurf aus dem YouTube-Partnerprogramm nicht mehr haben. Natürlich tut dir das weh. Autsch. Wenn die 800 Euro schon etwas für dich sind, worauf du entgegen deiner Werte und Normen nicht verzichten... Echt krank, ne? So, ich habe 7000 Euro im Monat mit YouTube verdient und dann plötzlich war das Geld weg. Ist schon hart eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Vor allem ein Jahr. Könntest, dann tun die dir 8000 Euro. Ich sag immer noch, Mann, es ist so unnormal bitter, dass sie mich damals aus dem Partnerprogramm geworfen haben. Mann, ehrlich, das ärgert mich einfach echt des Todes. Ich war ja echt, ich glaube, sogar länger als ein Jahr draußen oder circa ein Jahr oder so. Und wenn man überlegt, Digga, das sind 12 Gehälter, mehr oder weniger, die ich halt nicht bekommen hätte. Und selbst wenn ich im Durchschnitt nur 5000 Euro bekommen hätte, dann wären das halt 60.000 Euro mehr.
die ich zwar auch hätte versteuern müssen, aber wenn ich jetzt 60.000 Euro mehr gehabt hätte, das habe ich ja schon immer, also schon öfter gesagt, ich hätte nie Steuerschulden gehabt, ich hätte nie Geld von Jero nehmen müssen. So, ich hätte gar keine Geldprobleme gehabt, man, eigentlich bitter, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Aber gut, wie gesagt, manchmal muss man verlieren, damit man dann gewinnt, ne? Wie ich jetzt zum Beispiel. Euro deutlich mehr weh, weil deine Existenzgrundlage in Gefahr ist. Bei mir bleibt da geschätzt immer noch, keine Ahnung, von mir 6.000 oder sowas übrig, ich weiß es nicht genau. In etwa 6.000 Euro bleiben dir noch, wenn du alles zusammenrechnest, sagst du. 6.000 Euro minus 8.000 Euro vom Kanal KuchenTV, die wegfallen, sind minus 2.000 Euro im Monat. Klar wird es durch die Abgaben und so weiter nicht direkt minus 2.000 Euro sein, aber ich denke schon, dass wir in die Richtung gehen, dass am Ende des Tages so gut wie nichts überbleibt, beziehungsweise Verluste eingefahren werden. Man muss ja einfach sagen, dass ich zumindest diesen Monat halt... Also ich hatte halt wirklich auch, ich weiß auch gar nicht, was er jetzt von mir möchte, um ehrlich zu sein. Ich meine, weiß ich, was ist denn jetzt die Aussage von dem, was er gerade gesagt hat? Also er hat im Endeffekt ja einfach nur gesagt, yo Bro, du hast jetzt weniger Geld. Ja, ich weiß. Ich bin ja aus dem Partnerprogramm raus. Das habe ich schon mitgekriegt tatsächlich. Also weiß ich, also jetzt mal ernsthaft, habt ihr verstanden, was er jetzt von mir wollte? Ich habe es nicht verstanden. So, keine Ahnung. Und natürlich lief das da halt echt scheiße. Ich hatte, wie gesagt, echt Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt dann halt mein Uncut-Kanal lief und halt hochgekommen ist und dass ich halt jeden Monat ein NordVPN-Placement hatte. Ne? Das war auch nochmal ganz lecker. Halt größtenteils von KuchenTV Uncut und Alkuchen halt lebe. So, und da kommt es dann natürlich nicht allzu geil, wenn ich, wenn halt ich hier auch kein Geld verdiene und die Videos hier auch werbeunfreundlich sind. Das hier ist richtig. Es ist blöd, wenn Videos später als werbefreundlich eingestuft werden, aber allein der Punkt, selbst wenn er meinte, er habe wieder richtig Spaß an den Videos, weil er das machen kann, was er will, schränkt ihn ein, wenn wir genauer überlegen. Ja, und da kann ich halt wirklich einfach sagen, es ist halt, ja, so, man macht halt einfach wirklich so zwanglos seine Videos einfach, ne? Man lädt die halt hoch, man achtet da nicht mehr so krass drauf. Er will damit sagen, dass er nicht auf die Klicks achtet und genau das macht, worauf er Lust hat. Generell ist es für einen persönlich das Wichtigste, dass man das macht, woran man Spaß hat. Aber wenn du nicht auf die Klicks achtest und darauf hoffst, irgendwann wieder ins Partnerprogramm aufgenommen zu werden, dann hast du, sofern es weniger Klicks sein sollten, auch weniger Werbeeinnahmen. Da fehlt wieder die Weitsicht zu überlegen, was denn später durch das jetzige Verhältnis... Aber ich denke persönlich, dass wenn man halt das macht, was Spaß macht, je nachdem, wie man das halt natürlich umsetzt, kann es ja schon sein, dass es halt später besser läuft. Also ich habe mich ja am Anfang, wo ich das Partnerprogramm verloren habe, mich ja auch ein bisschen kreativ ausgelebt, ne, mit so Sachen wie, dieses Polizeivideo zum Beispiel oder so, weißt du, da sind dann auch Videos gekommen, wo man gesagt hat, okay, ne, wir schauen halt einfach mal, wie es halt so ankommt. Und ich denke mal, mit sowas kann man auch grundsätzlich dein Geld verdienen, wenn man halt wieder reinkommt. Selten ausgelöst wird. Ebenfalls ist es im Video über Twitch so. Twitch verbietet ihm das Streamen auf YouTube, was im Vertrag steht, also gibt es für ihn noch mehr Einschränkungen, an die er sich vorher nicht gehalten hat. So, es gibt nur positive Punkte, wenn ich vorher auf YouTube streame. So, am Anfang sagt man so, ja, aber mehr Subs und mehr Bits und mehr Werbung. Und dann am Ende so, ja, aber du darfst nicht auf YouTube streamen. So, und das macht für mich halt ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, also ich finde immer, dass man... Ja, das hat ja Dekadent damals irgendwie sogar in Twitch gesendet oder hat es gesagt, finde ich auch mega geil. Weil sowas auch eine Ausnahmeregelung einfach reinbringen sollte. Jeder ist dumm in Kuchens Augen und... Stimmt, Digga, hat mich erst kritisiert, dass ich YouTube nicht, dass ich YouTube als Hobby sehe und jetzt hat er mich dafür kritisiert, dass ich nicht genug auf die Klicks schaue, so, hä? Und Kuchens Meinung ist hier anscheinend die einzig wahre. Und doch, es gibt deutliche Negativpunkte, wenn du auf beiden Plattformen streamst. Wenn die Sehe ich aber rückblickend halt auch genauso. Also es war schon der richtige Punkt auf jeden Fall, es ist schon der richtige Schritt gewesen, nur auf Twitch zu gehen. Ich denke, das bringt auch mehr, als vorher auf YouTube zu streamen. Plus, es ist halt nicht so stressig, ne? Immer irgendwie erst auf YouTube, da geht man da offline, geht dann zu Twitch. Oh, nervig, Alter. Also, da finde ich das jetzt, wie es jetzt ist, halt auch deutlich angenehmer. Twitch wollen, dass du nur dort streamst, damit die einen Marktvorteil gegenüber YouTube... Auch wenn ich natürlich halt sehr viele Zuschauer hatte immer auf YouTube, so 3000 oder so, ne? Das war natürlich lecker. Ist es vollkommen nachvollziehbar. Du hättest also mehr Zuschauer auf Twitch, würdest du länger auf Twitch streamen. Es würde auf Dauer mehr Subs geben und du könntest auf YouTube, Instagram und Co. ankündigen, ja, dass da du hat er recht. Also da muss ich aber vorher kein YouTube Punkt, wo so ich so weit ihm denkst halt, du dir wieder nicht. Die Weitsicht fehlt also vollkommen. Es geht darum, halt dass man den Konkurrenten nichts schenkt. Du bist immer nur in einer Momentaufnahme, die du zwanghaft versuchst zu verteidigen. Für die Leute, die davon mitbekommen haben, dass die beiden ständig Videos gegeneinander oder übereinander machen, kann ich euch den Kernpunkt dieses Kapitels vorwegnehmen. Tim, dein Verhalten ist einfach nur dumm. Wie kann man jemandem 100-mal auf größtenteils nicht zutreffende Kritik eher noch Beleidigungen antworten und nicht damit rechnen, dass wieder genau dasselbe passieren wird, weil du auch beim 101. Video getriggert sein wirst? Versteh mich nicht falsch. Inhaltlich bin ich vollkommen bei dir, das wird sich auch nicht ändern, weil wir nicht mehr cool miteinander sind, aber das Publizieren der Videos zu Imp ist purer Idiotismus. Du siehst dich selbst in der Position, dich gegenüber jedem rechtfertigen
rechtfertigen zu müssen, wenn er etwas über dich sagt. Wahrscheinlich reactest du auch gerade auf das Video hier und fühlst dich angesprochen, aber es gibt eine Sache, die du lernen musst und die ich bereits gelernt habe. Als Gast im Spiel anderer Leute kannst du nicht gewinnen. Du bist in der Position, dich zu rechtfertigen und zu sagen, nee, so ist das aber gar nicht. Mehr kannst du hier nicht machen und zu einem großartigen Schluss kommst du auch nicht. Wenn du weißt, dass du nichts Schlimmes gemacht hast und täglich ohne Reue in den Spiegel schauen kannst, dann gib doch einen Fick auf diese angebliche Kritik und wer... Ja genau, Operator, mach doch einfach keine Videos über die Carina-Sache, wenn du halt weißt, dass du im Recht bist. Dann musst du dich doch gar nicht dazu äußern. So, ich persönlich sehe das halt anders, weil natürlich hat er an sich recht, also ihm zieht natürlich halt teilweise auch einfach seine Reichweite dadurch oder vielleicht findet er das auch einfach lustig, wenn wir halt Videos über ihn drehen, aber was man da nicht vergessen darf, ich krieg doch auch mein Geld und meine Reichweite dadurch. So, wenn ich jetzt mal so schaue, ich guck einfach mal, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt KuchenTV Imp eingebe, so, da kommen sicherlich Videos, die halt ganz gut Klicks bekommen haben, KuchenTV Imp. Wir schauen ja einfach mal, ne, also zum Beispiel hier 270.000, gut, das war jetzt das Kaffee und Kuchen. Hier, gut, das ist jetzt kein, da habe ich jetzt auf ihn reagiert, ne, aber hier eine Reaction, wo er, glaube ich, auch negativ über mich redet, 65.000, mega gut für den Uncut-Kanal. Dann hier über das Lösch dich, 100.000 Aufrufe, löscht euch doch selber, 840.000, Imp, 300.000 wieder. Also das Ganze ist halt einfach mega nach oben gegangen oder ich habe da halt richtig viele Klicks auf jeden Fall für bekommen, weil halt ich immer darauf eingegangen bin. So, das Ding ist, ich finde halt immer noch viele Kritikpunkte, die Imp gebracht hat, immer noch dämlich, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Also bei vielen Punkten denke ich halt einfach nicht so wie er. Das ist ja auch komplett in Ordnung, das muss ich ja auch gar nicht. So, aber es hat sich halt einfach für mich auch finanziell gelohnt, immer wieder darauf zu antworten, weil das genau die Art der Videos waren, die halt die Leute von mir erwarten. So. Und es hat mir halt auch Spaß gemacht, dagegen zu argumentieren. Ne? Also klar, ich werde Imp nicht davon überzeugen, selbst wenn ich 10 Videos mache, dass er falsch denkt, das ist halt richtig. Aber ich kann doch mit abcashen so. Und im Endeffekt ist das dann eine Win-Win-Situation. Imp hat sein Video gemacht, er hat die Reaction oder das Video, was er darauf wollte, dass er halt denkt, dass er mich getriggert hat und ich habe halt meine Reichweite und mein Geld dadurch erhöht. So, also sehe ich da jetzt ehrlich gesagt halt nicht den Nachteil drin. Und natürlich muss man sich halt nicht zu allem äußern, so ich persönlich finde es halt aber cool. Zum Beispiel jetzt hier in den Streams, ich gehe auch so auf jede Kritik an, die gegen mich hochgeladen wird, solange das nicht irgendwelche Trollvideos sind. Natürlich muss ich das nicht machen. So, es würde auch keinen jucken, wenn ich das nicht tue, aber ich persönlich sehe es einfach so, dass es von Vorteil ist, wenn man halt auf sowas eingeht, so. Weil man dann auch natürlich als kritikfähiger dasteht. Ich gehe auch selbstkritischer da mit mir selber um, ne, weil selbst wenn ich jetzt aus einem Video so nichts mitnehme, Ace, Dankeschön, 12 Subs, warum 12, aber Dankeschön auf jeden Fall, Ehre, vielen lieben Dank, so, man wirkt halt generell erstmal kritischer und man ist halt selbstkritischer mit sich selber, ne, weil man, wenn man sich mit diesen Sachen befasst, dann kriegt man das halt mehr mit. Und ja, genau, die Daily Subs sind voll, Dankeschön, vielen lieben Dank, alle markiert Zahlen im Chat auf jeden Fall, genau, deswegen finde ich das nicht schlimm, irgendwie darauf einzugehen, muss man nicht, mache ich aber trotzdem gerne. Darf nicht noch mehr Holz ins Feuer. Durch das größer werdende Feuer, das steht hier übrigens für die Aufmerksamkeit, lieber Tim, wirst du dich von Mal zu Mal einer größeren Menschenmasse gegenüber sehen, weil diese nur eine Seite, nämlich die von Imp, sehen wird oder deine Leute dir nicht zwingend zustimmen. Imp ist in meinen Augen zwar nicht unbedingt klug, handelt aber klüger als du, weil er gerafft hat, dass er in diesem Teufelskreis zwanghaft Gewinne erntet, während du verlierst. Wenn er dich angreift, kann er nur gewinnen. Entweder du wirst kritikunfähig genannt, du wurdest von ihm hops genommen oder du verlierst Zuschauer an Imp, beziehungsweise gehen Leute von dir rüber, das Video mehr und let's go. Was gibt's da für dich zu gewinnen? Leuten zu zeigen, die dich ohnehin nicht mögen und beleidigen und gefühlt 100 Videos gegen dich gesehen haben, denen sie zustimmen, dass du dann doch nicht so blöd bist oder wie? Das ergibt keinen Sinn. Du hast da nichts zu gewinnen. War Firegoden ebenfalls mega arrogant. Ich denke schon, dass man immer ein paar Leute halt von seiner Meinung halt überzeugt. Also das würde ich schon sagen. Aber auch ein, zwei Dinge eingesehen, das muss man dazu sagen. Insgesamt aber eher cringe. Außer er, wenn er im Video darüber redet, würde das... Ich meine, im Endeffekt denke ich einfach mal, was so, Imp hatte seine Community, ich hatte meine, wir haben dann Videos gegeneinander gemacht, die Community haben uns einfach gefeiert und das war's. So, und im Endeffekt sind wir beide als Sieger rausgegangen. Er hat vielleicht ein bisschen Reichweite bekommen, ich habe Reichweite bekommen, ich habe Geld bekommen, er hat Geld bekommen. Sehe ich doch gar kein Problem drin so. Weiß ich nicht. Sagen, ja, ich habe ja alle Kritikpunkte ja aber ordentlich auseinandergenommen, ne? Ich fick euch einfach mal weg hier. Hier bin ich zum Beispiel auf größtenteils unbegründete, persönliche Kritik seitens Alpha Kevin eingegangen. Und das, was jedes Mal aufs Neue mit Kuchen gemacht wird, macht Kuchen hier mit mir in seinem Video. Er wirft Begriffe in den Raum, weil ich eine andere Sichtweise vertrete als er, aber in der rechtfertigen Situation im Nachhinein betrachtet, sehe ich mich dort nicht, weil ich mich für nichts rechtfertigen muss, was nur annähernd eine Rechtfertigung wert wäre. Sehe ich ernstzunehmende Kritik, nehme ich sie auf und schaue, was sich daraus machen lässt. Entweder sie ist in meinen Augen sinnvoll und ich kann zustimmen, stimmt, oder nicht. Entweder du siehst darauf folgend eine Veränderung oder du lässt es. Tim Hate, aka der alles kritisierte.
Tim Held. Genau der Kanal, wo Kuchen in Lifestyle-Videos das tut, wofür andere Lifestyle-YouTuber kritisiert. Er will es natürlich lustig rüberbringen. Ich meine, ist ja alles nur Spaß. Aber er pusht den Kanal doch nicht umsonst über Kuchen.tv. Vor allem seitdem die Monetarisierung weg ist. Ach ja, so ein Kanal gibt ja schon gut Geld. Erstmal will ich euch zeigen, wie dreiste Thumbnails beim Kanal von Morgs Cloud und wie... Lustigerweise haben wir den Kanal ja auch nie aktiv durchgezogen. Also wir haben halt immer vor, den zu machen und haben auch Bock, da Videos hochzuladen. Aber ich weiß nicht, wir kommen irgendwie halt nicht dazu, ne? Also irgendwie fehlt uns da so ein bisschen entweder die Videoidee oder wissen nicht so ganz, was wir machen sollen. Aber jetzt haben wir aber eigentlich auch tatsächlich vor, mal richtig durchzuziehen und da auch wirklich mal Content hochzuladen, ne? Und dann einfach mal schauen, wo wir halt landen, müssen wir mal gucken. Aber ich weiß nicht, ich finde das jetzt halt rückblickend immer noch nicht schlecht, weil wir machen das ja halt eher auf so eine parodistische Art. Ne, wenn ihr mal so Videos guckt wie, ich glaube, wir haben dieses eine Video von Fatih Brate nachgemacht, ich zerstöre wertvolle Gegenstände von mir oder so. So, das ist halt, also offensichtlich machen wir uns halt darüber lustig. So, ne, wenn wir sagen, wir zerstören hier unsere Gucci-Kette und dann sieht man halt, dass das so eine 2-Euro-Billig-Plastikkette ist oder so. Schlechter das Ganze macht. Schon schlimm, was der Fatih Brate da beim Marx macht. Oder, Freunde, ich wollte schon immer machen, sorry. Da kriegt das Video von Kuchen schon 12.000 Likes für. 12.000 Leute, die ihm zustimmen. Es macht's aber nicht besser, wenn du so tust, als würdest du etwas hops nehmen, aber es genauso selbst vermarkten. Du stellst es zwar nach, zumindest in deiner Definition, aber der Comedy- oder Parodie-Aspekt ist nicht dadurch direkt gegeben, dass du Kuchen.tv bist und dort mitmachst. Wenn es das einzige wäre, womit du solche Videos rechtfertigst... Ich glaube, er hat sich halt das Video auch gar nicht angeguckt. So. Also wir haben das halt offensichtlich parodiert. Dann kann ich das ja auch machen. Dann macht es ja der Feiergut, der es kritisiert hat. Der kann auch eine unkenntliche Parodie machen, wie er will. Das ist vollkommen egal. Fakt bleibt letzten Endes, du hast das Thumbnail übernommen, du hast den Titel geklaut und den Inhalt hast du auch gestohlen. Du bist im Endeffekt genau das, was du selbst verabscheust. Nicht mehr und nicht... Ich glaube, er hat das Video halt einfach nicht gesehen. So. Also es ist halt offensichtlich eine Parodie, wie wir uns genau darüber lustig machen. Weniger ohne irgendeinen Interpretationsverraum. Dann gab es aber auch schon ein Video, worin er auf dem Tube-Festival unterwegs war und da wurden scheinbar Dislines gegen mich geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Feiergrund habt, das ist voll nett. Also ich finde ihn komisch. Nicht so. Wer ist dieser Feiergrund? Mach mal, Kökettier, machen wir jetzt einen Live-Rap. Live-Rap gegen Feiergrund. Nee, nee. Doch, gegen wen? Gegen Feiergrund. Freestyle, komm. 2 Minuten Schlagabtausch auf dem Er hat überlegt. Komm, wir haben ein paar Lines, die kannst du vorlesen. Okay. Geh mal her. Also ihr müsst jetzt ganz genau... Das war so geil und so nervig, Alter. Wir waren da ja in so einem Airbnb und das war so nervig, Digga. Die haben dann da wirklich die ganze Zeit, saßen wir draußen und die haben wirklich stundenlang irgendwelche Lines geschrieben, bis ich dann halt auch meinte so, jo Jungs, also ich würde jetzt ins Bett gehen so, ne, ich habe keinen Bock mehr so, weil es halt echt langweilig wurde irgendwann. Und dann sind wir nochmal losgezogen und sind einfach random auf irgendeine Hochzeit gekommen. Also die haben da halt so eine Party gehabt auf so einem, hier, wie heißt es denn, bei so einer Bar, sag ich mal, wo man halt so Hochzeiten feiert, waren auch nicht viele Leute, 10 auf 15. Wir sind dann da einfach freundlich hingegangen, haben so gefragt, jo, weiß ich nicht, können wir hier mittrinken so und der Ehemann sofort so, ja, geil, Digga, setz euch hin, ne, cool. Haben uns aber auch gut verhalten, haben da halt gesessen, haben Bier getrunken, sind dann auch wieder gegangen, alles cool. War auf jeden Fall sehr nice, Alter. Zuhören, du fährst im Porsche Cayenne, doch deine lässt dich trotzdem auf der Rückbank meines Volkswagens. Baba Wagen, Yeezys, Luxus im Schrank, doch trotzdem und deine Junge, es ist alles zensiert. Man hat jetzt von der Line 2 Wörter gehört. Wie geil, Digga, wie dreist muss diese Line gewesen sein. Hat jemand gerade Apo Red gedisst, oder? Junge, was ist diese Scheiße? Kuchen ist auf dem Festival mal wieder in seiner Bubble von Ja-Sagern unterwegs. All seine Freunde, die ihm nachsprechen. Der Kirkety zum Beispiel, der wusste glaube ich nicht mal wirklich, wer ich bin und der hat es wahrscheinlich nur gebracht, weil er Kuchen kennt und denkt, dass da nichts Böses hintersteckt. Allein, dass diese Lines gegen mich geschrieben worden sind und das publizieren muss. Jeder geht seinen eigenen Weg an der Stelle übrigens. Grüße gehen raus. Ich habe ja wie gesagt gar keine Lines geschrieben. Also ich habe wirklich nicht mitgemacht gehabt, weil weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt nicht so den Spaß dran gehabt, aber die saßen da wirklich zu viert am Abend und haben das über Stunden durchgezogen. Also waren ja auch richtig viele lustige Sachen dabei halt, ne, keine Frage. Aber ich habe das halt an dem Abend da halt noch nicht so gefeiert. Alleine, dass er halt auch sagt, so Ja-Sager. Also die haben das doch von sich aus gemacht. Ich habe sogar gesagt, jo Jungs, könnt ihr aufhören, sonst würde ich halt bald schlafen gehen. Und die haben ja trotzdem die ganze Zeit weitergemacht. So, also es sind ja halt offensichtlich keine Ja-Sager. So, also er interpretierte halt einfach irgendwas rein, was aber faktisch gesehen halt einfach komplett falsch ist. So. Das zeigt ja, dass du offensichtlich nichts anderes zu tun hast, als dich mit deinem Ja-Sager-Club bestehend aus Kester Style, Gina, Timothy, Guffy und weiteren Freunden von dir über mich zu unterhalten. Zu dem Zeitpunkt, das war der 8.8., habe ich übrigens darüber gelacht, weil ich dahinter einen Spaß gesehen habe. Ich meine, das Ding ist halt aber auch, er denkt halt, glaube ich, auch, dass er halt irgendwie wichtiger ist, als er ist. So, das Ding ist, ja, wir haben
also uns schon oft über ihn lustig gemacht. Auch, also wenn ich alles veröffentlichen würde, was wir so über ihn gepostet haben, auch über den Zeitraum so. Ich glaube, die meisten würden es feiern, aber die ganzen Moralapostel würden halt sagen, oh, geht aber gar nicht, was soll das jetzt? So, es war aber schon, es war schon sehr, sehr lustig so. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, das Ding ist, er bietet halt einfach sehr viel Angriffsfläche und alle, also ich, Kev, Gaffi und so weiter, Timo, haben halt alle so einen Humor, dass man sich halt so gerne über Leute lustig macht, wenn man denn so die Möglichkeit dazu hat, sage ich jetzt einfach mal so. Und keine Ahnung, so ein Feiergurten hat halt zu dem Zeitpunkt, ich meine, das war ja letztes Jahr im August, so, der hat so viel Angriffsfläche geboten, Alter, Digga, das, Alter, keine Ahnung, du hättest da wahrscheinlich eine 30-Minuten-Battle-Runde rausmachen können, so, und ja, deswegen haben wir uns dann natürlich auch relativ oft über den unterhalten, so, und das sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht als schlimm an. Ich habe dich sogar in Schutz genommen. Ist dann nur nicht so lustig, wenn man das Gesamtbild und deine 31er-Moves mir und deiner Community gegenüber sieht. Aber andere Leute schlecht zu reden, um selbst besser dazustehen, das kann er ja am besten, der Kuhn TV. Da sehen wir gleich aber noch mehr. Ich bin jetzt aber gespannt, Alter. Die Meinungsblogger-Szene. Wieso genau sie? Was? Ja, es läuft nicht unbedingt rund. Und ja, man macht Minus. Klar, ist bei meinem Kanal auch der Fall. Warte mal. Das ist sein Kanal, oder was? Krank, der hatte mal über 200.000 Abonnenten, ne? Ja, schon heftig, ne? Die gesamte Meinungsblogger-Szene war ja letztes Jahr im August eigentlich fast tot, ne? Ich glaube, hätten wir da ein paar Fehler gemacht, dann gäbe es uns heute auch so nicht mehr, wie es uns jetzt gibt. Krass eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Tja, haben wir aber nochmal die Kurve gekriegt. Und warum? Ich zeige euch mal lieber, statt 15 Minuten darüber zu reden, wie kacke man denn selbst plötzlich geworden ist, was einem dann auf einmal auffällt, wenn man Diabos macht. Obwohl man nichts wirklich anders macht als vorher. Hier die Statistiken von meiner Hypezeit. Naja, also ich meine, ich würde schon sagen, dass ich halt ein bisschen was anderes gemacht habe. Aber klar, die große Veränderung kam dann ja erst ein paar Wochen später. Jetzt. Ne? In dieser Hype-Phase, wo viele neue Leute über mich geredet haben, meine Videos vorgeschlagen worden sind und so weiter, hatte ich 80.000 Suchen von Nicht-Abonnenten. Das ist schon eine ganze Menge. Aktuell sind es 90.000 Suchen von Nicht-Abonnenten, obwohl der Hype deutlich zurückgegangen ist, beziehungsweise meine Klicks zurückgegangen sind. Also suchen mich mehr potenzielle Zuschauer. Krank, das weiß ich auch noch, deutlich Alter, zurückgegangen ist, beziehungsweise meine einfach mal Monate, wo der 4 Millionen Aufrufe hatte, Mann. Das ist eigentlich mega heftig, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Klicks zurückgegangen sind. Also suchen mich mehr potenzielle Zuschauer per YouTube-Suche als in der Hype-Zeit, obwohl ich deutlich weniger Klicks mache. Über mich wird sozusagen mehr geredet als in meiner Hype-Zeit, ich bin schon irgendwo relevanter. Dazu sind noch die Suchen aktuell ein wesentlich größerer Prozentteil als zuvor. Meine normalen Videoempfehlungen sind nämlich um etwa 90% von damaligen Werten runtergegangen. Erinnert ihr euch noch an das Video von Kelly Mrs. Vlog vor etwa 3 Jahren, wo sie meinte, ihre YouTube-Karriere sei zu Ende? Falls nicht, hier gibt's ein schönes Zitat. Bei mir geht's eindeutig um die Recommended-Sachen, weil genau die Views fehlen, die normalerweise über Recommended gekommen sind. Bei ihr sind die Videoempfehlungen leicht zurückgegangen, vielleicht 50%, aber halt nur 50%. Sie sagt da schon, ihre Karriere wäre vorbei. Bei mir sind sie um 90% runtergegangen. Und ich heul nicht so krass rum. Ich möchte nur, dass wir auf Twitch gehen, da das System dort transparent ist im Gegensatz zu YouTube. Und im deutschsprachigen Raum werden auch keine Katzen auf Twitch rumgeworfen. Grüße an Lind hier an der Stelle. Meine Videolytics, also wie gut das Video ankam, die sind gestiegen. Videos werden länger angesehen, es gibt... Weiß ich, 67% jetzt gut. Also für ihn weiß man ja gar nicht, ob das halt gestiegen ist oder nicht. Er zeigt halt jetzt so ein einziges Ding. Es gibt mehr Interaktion. Impressionsrate 13%, das ist okay, aber da zeigt er auch wieder nur ein Video, ne, glaube ich. Ja, das ist halt ein Video, da kann er sich halt genau das Richtige rausgesucht haben, so. Und die Leute klicken häufiger drauf, die Videos bringen deutlich mehr Geld ein. Es ist also wirklich ausnahmslos alles besser als vorher. Und trotzdem gibt es diesen enormen Rückgang, der unerklärlich ist. Es besteht ein Interesse an meinem Content, das größer als zu meiner Hypezeit ist. Anstatt mir also 15 Minuten lang anzuhören, wie ein Kuchen darüber philosophiert, wieso es nicht läuft und dann zum Schluss kommt, dass alle schlechte Videos machen, sage ich, dass die Theorien von ihm sinnlos sind und nicht zutreffen. Würden meine Statistiken wieder... Naja, aber ich meine, es hat sich ja bei uns allen komischerweise halt bewahrheitet, ne? Dass jetzt jeder Kanal wieder läuft, außer er, weil er macht keine Videos mehr. Also mein Kanal läuft besser, seitdem ich meine Videos umgestellt habe und sie auch meiner Meinung nach besser sind. Selbst ein Alpha Kevin hat sie ja... Der war ja auch komplett tot, der war ja weg einfach, ne, ist ja halt einfach Fakt so, der war down, so. Und selbst der hat jetzt wieder angefangen, Videos zu machen und auch aktiv durchzuziehen und sein Kanal läuft auch immer besser und besser, so, es kommen immer mehr Zuschauer dazu, also seine Videos haben im Durchschnitt jetzt irgendwie 15.000 oder 20.000 Aufrufe, so, da war der auch lange von entfernt. So, nur ein Feiergurten heute rum, ja, unsere Videos werden dann einfach nicht mehr vorgeschlagen, so, und dass sie...
dass viele Leute ihn gesucht haben, gehe ich jetzt einfach mal von aus, liegt nicht daran, Feiergurten, dass viele Leute deine Videos sehen wollten, sondern dass es ja schon da angefangen hat, dass er halt zum Meme geworden ist. So, die Leute suchen halt Feiergurten, um sich halt darüber lustig zu machen und nicht um deine neuesten Videos oder sowas zu sehen. Also gehe ich von aus, ich weiß es natürlich nicht. Aber das war ja auch die Zeit, wo dieses Best-of-Feiergurtismus und alles rausgekommen ist, ne? Und wo dieses erfolgreiche Denken halt war und was nicht noch alles. Auf den alten Stand hochgehen, was Videoempfehlungen angehen würde, dann wären wir hochgerechnet bei genauso vielen Abonnenten wie vorher. In der Halbzeit. Das heißt, kurz gesagt, YouTube versucht mich augenscheinlich mundtot zu machen und es liegt nur am undurchschaubaren Algorithmus, ob es gerade mal läuft oder nicht. Es liegt nicht an mir, meinen Inhalten oder sonstigen. Also nehmt euch bitte ein paar Sekunden, pausiert das Video und folgt mir auf Twitch für den Support. Euch erwarten dort wirklich geile Streams. Wir warten jetzt nur 5 Sekunden. 5 Sekunden Folgen-Challenge für Twitch. Nein, Spaß, aber es würde mich wirklich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut. Kuchen, der muss der Vater. Kuchen TV wird Vater. Herzlichen Glückwunsch erstmal, jetzt gibt's endlich mehr in eurer Beziehung zu feiern, als ein Jahr lang kein großer Beef, wo Kuchen und Gina sich über ihre Medienreichweite und im echten Leben gegenseitig öffentlich fertig machen wollen. Ja, das war lustig damals. So, wir haben den Stream aufgenommen, da sind auf jeden Fall wieder einige Lügen drin gewesen, also mein Papa kriegt das alles am Montag auf den Tisch und dann gönnen wir uns auf jeden Fall. Yeah, Anzeigen sind geil, meine Freunde. Glaubst du, euer Kind wird sich später freuen zu sehen, dass ihr euch öffentlich bedroht und euch Rufmord vorgeworfen habt? In dem Video auf Kuchen habe ich halt auch ein paar, oder halt zumindest eine Lüge erzählt, dass zum Beispiel mit den zweimal betrogen stimmt halt einfach überhaupt nicht so, das ist halt einfach nicht richtig. Ich habe das aber gefeiert. Also es ist schon gut, dass man das heute nicht mehr macht, aber ich weiß nicht, man muss halt auch irgendwie erstmal erwachsen werden. So, ne? Ich habe halt sehr lange gebraucht, um halt reifer zu werden auch und um solche Sachen halt nicht mehr zu machen. Also das sehe ich ja auch grundsätzlich bei mir halt in allen Bereichen. Also mir haben ja auch meine Lehrer zum Beispiel immer hingeschrieben, dass ich halt so hier Sachen halt nicht, wie heißt es denn hier, dass ich lass mich mal kurz überlegen, dass ich Streitigkeiten noch nicht Altersgerechtheit kläre und das war ja bei mir halt wirklich extrem lange so, ne? Also, weiß ich, natürlich ist es halt komplett scheiße, sowas halt öffentlich gestellt zu haben. Die Frage ist natürlich, wird Noah das später überhaupt mal sehen oder nicht? Also ich meine, das ist ja in 9 Jahren so, ich weiß nicht, ob sich da dann noch irgendwer drum kümmert, Alter. So klar, kann natürlich immer passieren, aber ich glaube, die Chance ist relativ klein. Vor allem habe ich das ja auch schon in meinem anderen Video gesagt. Also im Endeffekt frontest du mich halt nicht damit, weil für mich, also das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon irgendwie 1,5 Jahre her oder so. Also von daher ist es mir halt sowieso komplett egal. So, es juckt mich halt einfach nicht mehr. Und indem du das halt da wieder neu hochkochst und das halt quasi immer wieder, neue Reichweite bekommt, so, bist du halt dafür damit verantwortlich, wenn Noah halt dafür gemobbt wird, so, ne? Also mehr kann man dazu halt einfach nicht sagen. Mit einem anderen geschlafen, das hat sich auch selber schon zugegeben. Und da waren wir halt aber getrennt. Es ist aber auch nicht so, dass wir getrennt waren und sie ist instant dahin gefahren oder so, sondern auch nach der Trennung gab es bei uns noch sehr viele Probleme, die dieses Ereignis dann halt einfach zum Kommen gebracht haben. Glaubst du, euer Kind wird sich freuen zu sehen, dass du publiziert hast, dass Gina fremdgegangen wäre? So, ja. Vor allem, guck mal, das Ding ist halt auch, also ist sie halt einfach nicht. Wir beide haben halt mit anderen Partnern geschlafen, während wir getrennt waren, so. Das ist halt kein Fremdgehen, Digga. Wenn ihr natürlich ein schickes Fangirl oder sowas seid, vielleicht in der Nähe, vielleicht auch weiter weg, schreibt mich einfach mal an. Wer weiß, was daraus wird. Und wenn es nur ein Fick ist, dann haben wir beide unseren Spaß. Glaubt ihr, euer Kind wird sich freuen zu sehen, wenn du direkt irgendwelche Fangirls ficken würdest und so kindisch in die Öffentlichkeit mit einer Das würde ich halt aber immer noch machen. Also, keine Ahnung, ich sehe da jetzt keinen Nachteil drin, um ehrlich zu sein. So, weiß ich nicht, das Ding ist, wenn jetzt mit Gina Schluss wäre, hätte ich kein Problem damit, auch mit Zuschauern ins Bett zu gehen. So, warum denn nicht? Also, ich meine, weiß nicht, ich würde Noah halt auch genauso sagen, also, an Sex ist doch überhaupt gar nichts verwerflich. Solange beide das aus freien Stücken machen, so ist das doch gut. So, das hat ja für niemanden irgendeinen Nachteil. So, und warum soll ich da nicht auf meine Kosten kommen? So, es ist doch cool, Sex zu haben. So, und weiß ich nicht, wenn ich dann sowieso Single bin, dann würde ich halt sagen, jo, dann kann ich halt auch jetzt andere klären. So, ich weiß nicht, das finde ich halt komplett in Ordnung. Nach einer Trennung andere ficken finde ich jetzt nicht wirklich gut, falls es nach der Trennung war. Aber Tim, mach, was du willst, Habibi. Ich weiß nicht, also ich sag mal, wenn halt Schluss ist, ist halt Schluss und man will ja trotzdem Sex haben, ne? So, ich weiß nicht, das gehört ja halt irgendwie dazu, zum Leben, finde ich. So, keine Ahnung. Wenn man halt die Möglichkeit hat, hatte ich ja selber sehr lange nicht, ne? Feiergurten kann ein Lied davon singen. Und ich weiß nicht, deswegen, also ich sehe das halt anders. Hat Imp ja auch gesagt, dass er das nicht gut findet. Und ja, das ist halt, also weiß ich, das muss halt jeder für sich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, und es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, weiß ich nicht, ich muss noch einen Monat warten oder so, bis wieder irgendwas läuft oder ich warte erstmal ab oder sonst irgendwas. Aber Digga, wenn es sich halt ergibt, dann steckt man halt einen rein, so. Weiß ich nicht, ich persönlich halt so. Ne? Warum soll ich halt warten? So, auf was?
weil sie kaputt gegangene Beziehung gehst? Ich bezweifle es mal ganz stark. Nicht mal das mit der Schwangerschaft wurde euch direkt von allen geglaubt, weil eure Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit so verkorkst sind, wie das, was dort von eurer... Nein, es wurde uns nicht geglaubt, weil ich einfach voll oft mit sowas getrollt habe. ...Beziehung öffentlich geworden ist. Wir sind nicht bei Jonathan Frakes. Wir sagen nicht, ist die Geschichte echt... Sie sind nicht mehr 12, sie sind 8. ...passiert oder nicht. Aber mit so einer Hintergrundgeschichte 5 Videos über Bibis und Julienkos Kind machen und darüber philosophieren, dass es aufgrund der Vorgeschichte der Eltern gemobbt werden könnte. Die beiden bekommen ein Kind, welches durch ich persönlich müsste halt erstmal klarkommen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da halt irgendwie generell anders, Mann. Ich bin auch so überhaupt nicht der emotionale Mensch, so. Keine Ahnung. Also nicht so krass jetzt bei Trennungen oder so. Ich weiß nicht. Ich denke mir da halt irgendwann aus, so, jo, ist halt vorbei. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Beziehung halt kaputt geht und so weiter, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. So, ne? Es ist natürlich deutlich einfacher halt zum Beispiel, wenn du halt in der Beziehung irgendwie betrogen wirst oder so, dann ist es ja einfacher zu sagen, ja, verpiss dich, als wenn du die Person komplett liebst und ihr habt irgendwelche ultra heftigen Probleme, eure Familien können sich gegenseitig nicht leiden und es gibt voll den Beef und es kommt bald zum Clankrieg oder so und deswegen könnt ihr nicht zusammen sein und dann wird sie zwangsverheiratet und so, das fällt einem natürlich halt schon schwieriger. Also es kommt halt immer so auf das Ding an, was da halt, also auf die Situation halt einfach an, das muss man immer so sehen. Aber ich weiß nicht, mich nimmt sowas halt nicht so krass mit, um ehrlich zu sein. Also, weiß ich nicht. Ich denke mir dann halt, gut, es ist vorbei. So, was soll ich jetzt da noch rumheulen? So, es bringt mir ja nichts, jetzt einen Monat Depression zu haben oder schlecht gelaunt zu sein oder so. Nimm das Leben doch einfach so, wie es ist. Guck, was du kriegen kannst. Mach einfach weiter dein Ding und versuch weiterzukommen im Leben. So, also alten Sachen hinterher zu heulen, bringt dich halt im Leben nicht weiter. Ist so meine Sichtweise. Generell jetzt nicht nur auf das bezogen. Die Vorgeschichte der Eltern bestimmt später mal einen Spruch reingedrückt bekommt. Natürlich wird Bibi und Julienko an sich nicht von vielen Alter, öffentlich Stimme, geil, gehasst, aber die Meinung der Leute, die nicht in ihrer Community sind, sind viel negativer, als man denkt. Das Ganze bedeutet natürlich, dass das Kind vor allem später extreme Probleme bekommen könnte, wenn es auf der Schule bzw. in der Klasse genau die Leute hat, die negativ gegen die beiden eingestellt sind. Wenn da dann mal falsche Szenen gefunden werden, kann der Ruf des Kindes theoretisch direkt ganz unten sein und zur Zielscheibe für Mobbing und Ausgrenzung werden. Das sind doch genau die Vorwürfe, die ihr euch auch selbst machen könntet. Es ist doch kein Geheimnis, dass du bei den ganzen polarisierenden Aussagen, die du triffst, vor Leuten außerhalb deiner Community oftmals eher im schlechten Licht stehst. Viele Aussagen, die Kuchen TV tätigt, aber das ist heute ja auch einfach schon lange nicht mehr so. Und ich sag mal, ich glaube vor Kindern, also von Kindern brauche ich sowieso keine Angst haben, dass die meine kontroversen Aussagen nicht checken, weil ich sag mal, was halt kontrovers ist, waren ja zum Beispiel halt voll oft so Aussagen Richtung Politik und so weiter. Und also erstmal mache ich das natürlich halt nicht mehr so oft und selbst wenn ich es mache, das checken Kinder ja auch einfach faktisch gesehen einfach nicht. Dumm oder falsch? Hier mal ein Beispiel. Ich weiß aber nicht. Bitte, aber ich geht da auf jeden Fall auf die Straße. Zeigt bitte einfach mal der Politik, dass man so nicht mit uns umgehen kann. Und wenn es so weitergeht, Leute, dann werfe ich Eier gegen das CDU-Haus in Braunschweig. CDU. Versprochen, bei 15.000 Likes. Habe ich ja gekriegt, aber nicht gemacht, weil Anwalt meinte so, lass lieber mal. Abgesehen davon, dass niemand rational denkendes ernsthaft auf die Idee gekommen wäre, dass es eine gute Idee ist, Eier gegen das CDU-Haus in Braunschweig oder überhaupt Eier gegen Häuser zu werfen. Ja gut, das ist natürlich rational, das ist halt einfach dumm, aber dass die Leute halt natürlich die Adresse von Alexander Stoll, nee, wie heißt der nochmal hier, vor diesem Typ auf jeden Fall, Kündigungslaut, die Adresse von dem Typen halt haben wollten, das kann ich komplett nachvollziehen, so, ne, Voss, genau. Und die sollten ja auch alle ins Gefängnis. Und grundsätzlich ist das hier überhaupt eine Demokratie, ich sehe hier niemanden unsere Sachen dingsen. Also, dass gerade Feiergurten sich darüber echauffiert, ist schon hart, Alter. Könnt ihr mal raten, wer sein Versprechen hier nicht eingehalten hat, obwohl er 4-mal so viele Likes wie gefordert bekommen hat? Ja, das Problem daran ist halt im Endeffekt einfach nur, dass, wenn man Eier ans Haus wirft, das hatte ich vorher auch gar nicht gewusst, beziehungsweise bin jetzt nicht davon ausgegangen, zählt das tatsächlich als Sachbeschädigung, was ich relativ dämlich finde, weil wenn ich jetzt ein Ei gegen ein Haus werfe, geht ja nichts kaputt, es ist ja keine Beschädigung der Sache so. Mal schauen, über welchen Namen wir uns als nächstes lustig machen müssen. Schreibt eure besten Sprüche über den Namen Bibbert in die Kommentare. Schon ziemlich blöd, wenn man damit rechnet, dass das Kind von denen durch unangenehme Szenen oder ähnliches gemobbt werden könnte und man diese Szenen dann versucht auf Kampf selbst zu erzeugen, indem man sich über den Namen des Kindes lustig macht und möglichen Mobbern des Kindes damit für die Zukunft genug... Naja, es hieß ja nicht Bibbert. Und lustigerweise war es ja auch klar, dass es halt nicht Bibbert ist. Ich habe in diesem Video am Anfang eine angebliche Geburtsurkunde gezeigt, die halt offensichtlich halt von Kesterstyle damals halt bearbeitet worden ist. Also es ist ja nicht, es ist halt so ein Spaßding gewesen. Also sie haben ja nicht mal versucht, das als echt zu verkaufen oder so. Also auch da wieder, er versucht halt irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang zu ziehen und dann irgendwie einen Punkt gegen mich zu haben. Na, ich weiß nicht, Mann. Kratzer sind Sachbeschädigung. Digga, was hast du denn für Eier, Alter? Wenn du ein Ei gegen eine Hauswand wirst, so...
Das geht halt einfach weg. Nur Vorlagen liefert. Sie versucht ihre Schwangerschaft momentan so gut es geht zu kommerzialisieren. An sich muss das natürlich überhaupt nichts Schlimmes sein. Ein für mich zwar etwas übertriebenes, aber trotzdem sehr gut gemachtes Video, um das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen. Auch das Video danach, wo sie nochmal genauer darauf eingeht, ist für mich noch komplett in Ordnung, da die Zuschauer natürlich einige Fragen zu der ganzen Sache haben, die man schon aufklären sollte. Er macht daraufhin übrigens auch ein Changes-Video und genau dieselben Videos, wo über die Schwangerschaft geredet wird. Aber Bibi und Julienko, die Eltern mit dem schlechten Ruf außerhalb ihrer Wir haben das doch aber trotzdem anders gemacht. Wir haben keine 500 Videos gemacht, sondern einfach grundsätzlich so ein paar Update-Videos mal vereinzelt hochgeladen, um halt zum Beispiel einfach mal ein paar Fragen und so weiter zu beantworten. Also Bibi hat das doch tausendmal schlimmer gemacht als wir. Auch da wieder so, es wird halt überhaupt gar nicht drüber geredet, also was genau gemacht worden ist. Es wird einfach gesagt, ja, der hat ein Changes-Video gemacht, der auch, beides ein Kacke. Community, die werden das Kind und die... Ich meine, ich finde das auch rückblickend tatsächlich auch generell von Bibi halt gar nicht mal so schlimm, um ehrlich zu sein, so, also grundsätzlich halt über die Schwangerschaft oder sowas zu reden, weil es ist ja auch einfach cool für die Zuschauer, mal sowas halt mitzubekommen, so, das ist so ein Punkt, wo man zum Beispiel früher auch gar nicht so dran gedacht hat, also natürlich versuchen die damit so viel Geld wie möglich zu verdienen, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber trotzdem ist es ja halt sehr cool für die Leute auch einfach mal, auch für die Jüngeren wahrscheinlich halt so mitzubekommen, jo, wie läuft so eine Schwangerschaft eigentlich ab, was für Probleme hat man und man dann sieht, wie der Bauch wächst und so weiter, wie neue Probleme kommen, wie man die Probleme löst und so, also ich glaube, dass das für einige Leute auf jeden Fall schon echt interessant ist. Schwangerschaft bestimmt für die Klicks ausschlagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Video, wo sie über ihre Schwangerschaft, aber auch eine klug, die hat 4 Werbungen am Anfang gemacht und dann gar nicht mehr. Die hat einfach 6-mal Werbung beinhaltet, die alle in den ersten 7 Minuten zu finden sind, weil hier noch die meisten Leute zuschauen. Alleine jetzt sieht es einfach schon alles danach aus, dass zumindest mal die Schwangerschaft komplett für die Klicks ausgenutzt und benutzt wird. Und sowas ist moralisch einfach nicht wirklich vertretbar, meiner Meinung nach. Schon doof, was die da machen. Ich meine, sogar noch so viel Werbung zu schalten. Aber sein eigenes Kind, bzw. die Schwangerschaft, kommerzialisiert er insofern, dass er ein 10-Minuten-Video mit 7 Werbeanzeigen macht. Also alle 1,5 Minuten Werbung und bei Julienko und Bibi wird kritisiert, dass sie 6 Werbeanzeigen in 15 Minuten machen, also alle 2,5 Minuten Werbung. Ist zwar auf dem Tim Hake-Kanal hochgeladen worden und du könntest jetzt damit kommen, dass du das Ganze parodieren möchtest, aber sich damit rausreden zu wollen ist schwach. Du machst letzten Endes genau dasselbe, was Bibi und Julienko gemacht haben, nur dass du eben einen noch krasseren Nutzen für dich selbst hast. Ja, also 2 Jahre früher oder später, wenn es jetzt halt dazu gekommen ist, das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Find ich jetzt. Ihr sagt auf Twitch öffentlich, dass ihr das Kind erstmal nicht haben wolltet, beziehungsweise es deutlich später geplant war. Das hört sich für mich als Zuschauer eher nach einem Versehen, beziehungsweise einer ungeplanten Schwangerschaft an. Stellt euch das mal vor, euer Kind... Ja, Digga, ist es doch auch. Das ist halt auch der Punkt, den ich wirklich am wenigsten gecheckt habe, wo ich ja wirklich sagen muss, also da hat er wirklich einfach nur versucht, irgendwas Negatives noch zu finden, um uns halt irgendwie zu fronten. So, das Ding ist, Noah war halt nicht geplant, so, und das werden wir ihm auch später sagen, aber wir lieben ihn doch trotzdem und haben uns ja trotzdem auf das Kind gefreut und sind ja auch trotzdem da, dass er da ist. So, das ist ja halt einfach ein Unterschied. So, ich glaube, weiß ich nicht, ob das eure Eltern euch erzählt haben, wahrscheinlich, aber bei vielen sagt man halt, ja, du warst jetzt nicht unbedingt geplant, aber wir lieben dich ja trotzdem. So, man, Kinder müssen halt nicht immer geplant werden, so. Genau, und ungeplant heißt ja nicht ungewollt, sonst hätten wir ihn ja abgetrieben. So, wisst ihr, wie ich meine? So, das heißt, da werden halt auch wieder Sachen aus und zusammengezogen, um halt irgendwas Negatives zu haben. Kind wird das sehen und sich denken, wow, die wollten mich ja gar nicht. Oder fast noch schlimmer, Schulkollegen von einem Kind werden das sehen und sagen, du warst ungewollt, die wollten dich erst gar nicht. Denkt ihr überhaupt nach, bevor ihr solche... Wir wollten kein Kind, dann ist sie schwanger geworden, dann dachten wir ja doch, ziehen wir durch. Hä? Aussagen öffentlich trefft. Ihr seid das Paradebeispiel für Menschen, denen Reichweite in Medien schadet und ihr macht allein bis jetzt mindestens genauso viele Fehler wie die Leute, die KuchenTV für das Ausschlachten der Schwangerschaft und ihren Werdegang in Bezug auf ein Kind kritisiert hat. Gina versucht übrigens aktuell noch privat mit negativ beleidigender Intention auf persönlicher Ebene rumzuprovozieren wie ein Kleinkind, nur dass das Gespräch im Gegensatz zu Tim sogar schon so anfängt. Ich würde euch das wirklich gern zeigen, liebe Leute, die hier zuschauen. Belege sind auf jeden Fall vorhanden, aber da ich auf diese Provokationsversuche nicht eingegangen bin, könnte ich allerhöchstens ihre Seite zeigen und das darf ich leider rechtlich nicht. Neben all den Was Gina da gesagt hat, fand ich halt auch nicht so cool. Negativen Dingen, die hier in dem Video über die Mustereltern zum Vorschein kommen mussten, hoffe ich dennoch, dass KuchenTV und Gina in die Elternrolle reinwachsen werden, damit mindestens das Kind eine angenehme Kindheit genießen kann. Ich würde mal sagen, das negativ heuchlerische Verhalten von KuchenTV ist in diesem Video rausgekommen und das Video zeigt sein wahres Gesicht.
immer jemand anderen schlecht reden, Lügen in die Welt setzen, die Community verarschen oder gar hetzen. Hauptsache, er selbst steht besser da, weil bei ihm nicht läuft. Direkt nochmal an dich, KuchenTV. Ein Gespräch mit dir werde ich definitiv nicht mehr suchen. Die letzten 5 Stunden Rumgelaber haben mir echt gereicht und offensichtlich zu nichts bei dir geführt. Ich weiß, dass du jemand bist, der nicht zu seinem Wort stehen kann. Das hast du oft genug öffentlich und auch mir gegenüber privat bewiesen. Wir sind keine Freunde, wir sind keine Kollegen, wir sind nichts dergleichen. Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Wir sind vollkommen verschiedene Personen. Er war halt echt von dem Video überzeugt. Das muss ich nicht mehr überlegen. Er dachte halt wirklich so krank, ich habe ihn gefickt. Mit einem eigenen Werdegang. Des Weiteren entziehe ich mich hiermit offiziell von der sogenannten Meinungsblogger-Szene, Blase oder wie auch immer man das Ding nennen möchte. Ich bin ich und wenn jemand etwas bei mir scheiße findet, dann soll er bitte direkt meinen Namen sagen. Er hat sich diesen Giftdrachen bis zum Ende aufgehoben. Sagen und sagen, ich finde das und das bei Feiergurten scheiße, statt mich pauschal mit Leuten wie beispielsweise einem KuchenTV in einen Topf zu stecken. Ich sehe mich nicht in diesem Topf oder in dieser Gruppe mit KuchenTV drin. Ich bin da raus. Und ein letzter Wunsch an die Leute, die ihr aktiv zuschauen. Wenn ihr KuchenTV-Fans seid oder Leute kennt, die sind, dann teilt das Video bitte mit denen, um sie aufzuwecken und ihnen ein komplettes Bild von KuchenTVs Persönlichkeit zu ermöglichen. Danke, haut rein, euer Max. Tja, der dachte halt wirklich so, dass das Video krank ist. Ne? Das muss man sich wirklich mal überlegen. So, er dachte so, ja, Mann, cool. Ja, ich weiß nicht, Mann. Das ist halt, was soll ich rückblickend halt dazu sagen? Also ich finde auch das Video nach einem Jahr halt immer noch halt super cringe, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich finde es halt immer noch mega wack. Ich meine, er hat ja auch, zu dem Video hat er lustigerweise eigentlich sogar noch nichts gesagt, so. Er hat ja nur gesagt, dass er halt damals irgendwie komische Videos gemacht hat oder so. Explizit zu den KuchenTV-Uncutting hat er ja nie irgendwas gesagt, leider. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, kann ich halt nicht so viel zu sagen. Also, ich finde es halt immer noch kacke, was er da gesagt hat. Ich finde das Video auch immer noch schwach. Klar, 1, 2 Punkte hat er recht, ne? Aber wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber, Digga, für ein 44-Minuten-Video, finde ich, war das halt immer noch einfach richtig wenig so, ne? Ja.